Das Mikrofon, natürlich. Hola, buenos días, señores y señoritas. ¿Cómo es das? Ich habe natürlich nicht vergessen, die Musik anzumachen. Die Musik hat mich vergessen anzumachen. Weswegen, ja. Mein Tag war heute wieder sehr verwirrend. So. Hier ist meine ultra nervige Musik, die ihr nicht hört, weil ich die Musik gerade runtergeschraubt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass man den Trailer doppelt gehört hat. Kann das sein, weil MR-List hatte natürlich wieder alle meine Geräte umgestellt. Ihr kennt das. Anyway, hallo, hallo. Und schon geht's ums Anmachen. Es ging so schnell. Cheers, Leute. Das ist kein Erdbeer-Daiquiri übrigens, das ist ein Smoothie. Denn ich war heute beim Doktor. Da sehen Sie mein tapferes Pflasterchen, das ist leider kein Elsa-Motiv hat. Da wollte ich mal nicht ein Eis holen, und zwar ein Spaghetti-Eis, aber alle Eisdielen sind voll besetzt, komischerweise. Weil irgendwie alle auf die Idee kommen, jetzt Eis essen zu gehen. Solche Plebs, oder? Hallo Eileen, hallo Korps, hallo Urga, hallo Rage, hallo Sam, hallo Kilian, danke nochmal wegen eben. Gut, dass du aufgepasst hast. Ich habe daneben geklickt. Ich war mir 1000% sicher, ich habe das andere ausgemacht, und also das Mikrofon ausgemacht und das andere angemacht, aber ich bin dumm. Offensichtlich kann ich nicht lesen. Ja, und der Kameradingsbums ist noch an, alles klar. Sekündchen mal. Dieser Autofokus. Ich hatte heute schon wieder einen sehr, sehr langen Tag. Ich hoffe, euer Tag war nicht so lange. Jetzt auch mal hier in alter Frische. Also hier hat man jetzt noch nicht mal ein neues Zimmer gesehen. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Das heißt, auf dem Flur wird man jetzt hören, wenn ich schreie und mich beschwere. Was soll's. Doch, lang und warm. Ah, Intro verpasst. Yeehaw! Ungewohnter Hintergrund auf diesem Kanal. Indeed. Der wird auch noch schöner werden, wenn es denn mal soweit ist. Aber hat alles noch ein bisschen Zeit. Erstmal so ein bisschen, es ist hier immer noch nicht ordentlich so, und falls ich am Wochenende Besuch empfangen darf, wird dieser auch wieder äußerst eloquent dabei sein, hier Ordnung zu schaffen, im Gegensatz zu mir. Mhm. In diesem Tapferkeitssmoothie befinden sich übrigens Capri-Eis, eine Tiefkühlbeerenmischung. Was habe ich noch reingemacht? Capri-Eis, Tiefkühlbeerenmischung, ach ja, und ein bisschen Melone. Wassermelone, Watermelone. Hallo, schöne Frau. Fühlen Sie sich geflauscht? Und ich hoffe, Sie sind fein angekommen. Ja, indeed. Also ich bin verschwitzt angekommen. Und gerade als ich mein zartes Popöchen auf den Lokus gesetzt habe, habe ich einen Anruf gekriegt von der Arztpraxis. Und habe ich natürlich auch prompt zurückgerufen. Und ja, ich habe so einen Vertrag abgeschlossen, dass es meine Hausärzte sind. Und die vereinbaren dann halt mit meiner Krankenversicherung, dass das halt alles so ein bisschen günstiger wird und so, weil ich die eben als Hausarzt gewählt habe. Und ja, man hat den falschen Namen ausgedruckt und ich habe den falschen Namen unterschrieben. Also, weil ich Montag sowieso wahrscheinlich nochmal hin muss wegen meinen Ergebnissen, ja, gehe ich Montag dahin, unterschreibe den richtigen Vertrag, hole mein Ergebnis ab und hör mir an, wie kaputt ich eigentlich bin. Happy Ice Smoothie und Watermelon! Nani, wie awesome ist das bitte bei dem Wetter? Ja, ich habe mir das sowieso schon überlegt, das zu machen. Aber nachdem du mir das halt auch nochmal gesagt hast, habe ich gedacht, ja komm, jetzt probierst du es mal aus. Wenn du schon kein geiles Spaghetti-Eis haben kannst, dann wenigstens das. Ja, GG. Ja, mega gut. Wie, du heißt nicht Herbert? Ja. Aber ich liebe diese Arztpraxis einfach. Die Frau ist halt einfach so, ja, Frau Schmidt, dann kommen Sie mal rein hier. Und dann sitze ich da, ja, wische mal eben Fieberthermometer, piu, piu. Und dann Hände waschen und so. Dann habe ich meinen Hintern, jetzt geht schon wieder um meinen Hintern, ich weiß. Dann habe ich meinen Hintern genau eine Sekunde auf diesen Stuhl gepflanzt, um mich da kurz hinzusetzen. Ja, kommen Sie direkt mit. Okay. Und jetzt? Ja, wir nehmen Ihnen Blut ab, das wollten Sie doch. Ja, ich habe nur nicht erwartet, dass das so schnell geht. Dann habe ich gesagt, okay, es kann passieren, dass ich umfalle. Okay, dann legen Sie sich mal hin. Ich lege mich hin. Die Arme schon so ausgestreckt. Ich gucke demonstrativ in die andere Richtung und versuche ruhig und gesetzt zu atmen. Und tatsächlich hat das funktioniert. Und ich bin nicht umgefallen, mir ging es nicht schlecht. Alles war okay. Mir fehlen die Kartons und Staubsaugerchan im Hintergrund. Viel zu Nostalgie-Mail. Ja, ja. Aber hey, dafür wird es hier mal richtig schön, wenn hier mal der Vorhang hängt und so und ich mal aufgeräumt habe und meinen ganzen Kram habe. Ihr werdet natürlich auch in den Genuss meiner fantastischen Cosplay-Reise kommen. Das habe ich schon auf meinem Kanal erzählt, also die meisten sind ja sowieso hier doppelt.
doppelt und gemoppelt. Das heißt nicht, dass ihr dick seid. Das heißt, wir sind ein eingängiger Haufen. Leute. Ich schmelze und überlege, heute keinen Ringfit zu machen. Ja, ich habe heute auch keinen Ringfit gemacht, deswegen. Also ich bin eine Treppe hochgelaufen und bin gestorben. Und nö ist diese Geschichte. Wenn ich jemanden aufgeräumt habe, Mel, 2035. Ich werde in meinen Kartons sterben. Fuck, ich habe schon wieder vergessen, das Ding zu machen. Meine Kartons auf eBay Kleinanzeigen zu stellen. Fuck. Blut abnehmen ist bei mir nämlich normalerweise auch die Hölle. Dann sticht man mir 5-mal in den Arm, man kriegt keinen Tropfen Blut bei mir raus. Und ich bin halt dann, also mir ist dann halt richtig übel, also übertrieben übel. Und dann geht halt bei mir gar nichts. Und dementsprechend überrascht bin ich heute, dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Hier gibt's aber VODs. Stimmt, hier gibt's VODs. Meine Streams sind nicht so langlebig. Die verschwinden nach einem Monat? 2 Monaten? Bin ich mir sicher. Dieser Smoothie macht mich sehr glücklich. Genauso wie Kai. Ja. Genau. Was gibt's sonst Neues? Ach ja. Ich darf einmal am Wochenende vielleicht keinen Besuch empfangen, weil wir einen Krankheitsfall, eventuellen Krankheitsfall irgendwo im Betrieb haben. Ist nichts bestätigt, alles in Ordnung. Aber es wird demnächst vielleicht spannend. Und wenn oder falls Quarantäne-Mail ansteht, dann habe ich ja noch eine Menge Zeit zum Aufräumen. Was ist das hier? What are you? Guck mal, ich habe hier ein so ein kleines Löckchen. Ein Babyhaarlöckchen. Nein, ich habe kein Corona. Das Gerücht verbreiten wir mal nicht. Es kann nur sein, dass jemand in meinem Betrieb vielleicht eventuell irgendeinen Fall hat. Und das reicht halt schon aus, um einen Betrieb leer zu fegen. Und das ist Melona. Ich habe eigentlich Wochenendplanung gehabt, dass ich Besuch kriege. Ja, solange keine Ergebnisse da sind und man nichts Genaues weiß, schwierig. Und ich habe auch schon gesagt, Leute, wenn da jetzt irgendwie ein Fall ansteht, dann werde ich auf keinen Fall jemanden zu mir einladen, weil, keine Ahnung, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand hier angesteckt wird oder so. Vielleicht hast du dir heute Blutglück gezaubert und jedes Mal, wenn du zauberst, wächst dir eine Babylocke. Husch! Hallo Downy, hallo, hallo! Melona ist ein sexy Queensblade-Charakter, just saying. Das muss ich googeln. Ah. Handy, bitte nicht auf den Kabeln legen. Ich weiß, ich habe dich dahin gelegt, aber das geht. Mein rosa schicker Rock wird übrigens, ist jetzt für mich reserviert worden. Und den kriege ich wohl demnächst auch. Ach, die ist das, die mit den Säurebubbles. I remember. Ich muss das googeln, ich wusste, dass sie das sagt. Aber ich kenne den Charakter. Ich habe die erste Folge von Queen's Blade gesehen, tatsächlich. Damals, als es rausgekommen ist von vor 12 Jahren. Dazu? Ich hatte heute einen äußerst guten Tag. Also, geradezu einen fantastischen Tag, denn ich hatte heute einen sehr kollegialen Tag, der außerordentlich gut lief. Oh, Farben! Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Okay, das wird auch Samstag lustig. Ich bin auf einem Geburtstag. Ja, aber es sind nur 5 Personen mit mir. Die Sache ist, wenn man normalerweise sich nicht gegenseitig ins Gesicht spuckt, passiert da, glaube ich, auch weniger was. Aber ja. Melona Cosplay hatte ich mal. Sind jetzt nur noch Einzelteile, aber Eiri habe ich noch. Ich weiß, das hast du mir erzählt. Was hast du nicht im Schrank? Das sagte sie gleich wieder. Ja, genau. Was hast du eigentlich nicht im Schrank? Aber wahrscheinlich eine Ladung Miku Cosplays. Nania! Das ist bestimmt ein ins Gesicht spuck Geburtstag. Ey, du Keck, du hast Geburtstag. Pff. Happy Birthday! Mir geht es sehr gut, etwas warmer passt gerade noch so. Mein Tag war super. Wie war deiner? Meiner war okay.
Wollte gerade erzählen, KDA Ari habe ich nicht. Wir wollen alle KDA Ari. Inklusive mir. Ich hatte ein Happy First Day. Geht ein Mäulchen. Ich hatte heute einen sehr kollegialen Tag, also sehr erfolgreich. Ich habe mit meinen Kollegen Pause gemacht, wir haben zusammen gegessen, ich habe viel mit denen gewitzelt, habe Zeit mit denen verbracht und wir waren dann noch zusammen spontan Eis essen. Ja, ich hatte heute schon mal Eis und hätte jetzt ein zweites Eis gegessen. I don't care, es ist warm und ich hätte sehr, sehr gerne ein Spaghetti-Eis gehabt. Und das war halt einfach, keine Ahnung, es war schön. Und so zu wissen, dass ich langsam so ein bisschen ins Team komme, wisst ihr, das ist schon ein bisschen, das fühlt sich einfach gut an. Und ich hatte da in letzter Zeit ein wenig Probleme, aber die Anfangszeit war halt für mich auch nicht leicht und vielleicht geht es ja jetzt demnächst einfach alles etwas leichter. KDA Mossy incoming! Woo! Hallo Ida! Hallo! Wie geht's? Mit Pistazieneis und allem, ja. In der Mitte, okay, ich erkläre euch das mal. Mein Spaghetti-Eis muss ganz besonders sein. Das ist nämlich ein sehr, sehr besonderes Spaghetti-Eis, wie ihr euch schon denken könnt. Also, wir haben das Spaghetti-Eis und unten ist erstmal die gefrorene Sahne. Dann kommt eine Schicht Pistazie und im Idealfall ist darüber noch eine Schicht Vanilleeis. Und dann kommt der ganze Soßen-weiße Schokolade-Klimbim drauf. Also nicht immer alles so ganz einfach. Nee, das ist bei mir hohe Kunst. Ne? Weil Eis ist nicht gleich Eis. Wir haben übrigens die tolle, nervige Lupenmusik wieder. Was habe ich sie vermisst? Ich habe Tatortreiniger-Flashbacks. Und wo ist der Pfirsich? Es gibt kein Pfirsich in meinem Eis. In meinem Eis kommt kein Pfirsich. Momo kann gern mit mir Eis essen. Aber Momo kommt nicht ins Eis. Die Musik ist mega entspannt. Ja. Hi, Steff. Aber die Musik ist nur so lange entspannt, bis du sie 3 Stunden im Loop hörst. Denn oh Wunder... In jedem Stream schaffe ich es irgendwie, 3 Stunden zu reden. However. Und aus irgendeinem Grund hören mir auch noch Leute zu. Das ist noch viel schlimmer. Was ist denn bei euch los? Übrigens. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ja, doch so ein ganz kleines bisschen, aber ihr werdet das nicht erkennen. Da ich ein kleiner Dino drauf graviert. Das sind nämlich Dino-Strohhalme. Ich habe dafür 5 Euro extra bezahlt, damit da Dinos drauf sind. Yay, ist ein Spaghetti-Eis. Wieso gibt es hier keinen Spaghetti-Eis-Lieferdienst? Ich verstehe es nicht. Ich kann mir jeden Scheiß bestellen, aber kein Spaghetti-Eis. Solange die Musik von deiner Stimme untermalt wird, kann ich auch den Loop noch leiden. Du meinst nicht so wie den von gestern. Der war nicht okay, auch nicht mit meiner Stimme. Also der ging mir auch schon ein bisschen auf den Sack. Wir haben gestern bei mir Dings angespielt, so ein Indie-Game, Beta-Titel. Und ja, die Musik war ein wenig eintönig, ein klein wenig. Und das Gameplay hat auch nicht sonderlich geholfen. Ah, ich dachte, das wäre der Schwangerschaftstest. Oh nein, ich habe gekleckert. Und wieso läuft jetzt meine Nase? Leute, ich bin so gerührt, wieder hier zu sein. Nein, keine Ahnung, warum die jetzt läuft. Irgendwoher kenne ich das Lied. Von irgendeinem Game. War das World of Final Fantasy oder so? Exakt. World of Final Fantasy ist auch das Spiel, was ich aktuell hier spiele. Ja genau, wir sehen das Spiel nur so selten. Das stimmt wohl. Demnächst wieder öfter, denn ich bin ja jetzt wieder aktiv am Streamen. Versuche hier auch mein Pensum wieder ein bisschen zu erhöhen. Und ich dachte gerade, was ist das für ein komisches Zimmer, bis ich gerafft habe, das ist ein Spiegel und kein Durchgang. Fallout Guide, du hast ganz recht, das ist ein Spiegel. Guck, hier siehst du meine Hand winken. Hallo. den seht ihr nicht mehr lange. Herzlich willkommen, by the way. Oh, Shirley! Hallo, Shirley! Hübsches Oberteil und oh, hallo! Hallo, Shirley! Na? Außerdem hast du 5 Euro mehr gezahlt, damit deine Getränke jetzt
prähistorisch gut schmecken. Ohne Witz, wenn ich eine neue Brille gestellt brauche, hole ich mir ein SAO-Gestell. Okay. Oberteile gasm. Wow, das war mal eine große. Ich bin euphorisch, so. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit dem Sehen, genauso wie gestern. Deswegen dachte ich, ich ziehe mal meine Brille auf, dann ist alles ein bisschen leichter. Und ich sehe mich in HD. Auch wenn dieser Bildschirm nicht HD ist, ich sehe mich in HD. T-Rex mit Flashbacks von Sam. Dankeschön. Ich bin leider ein bisschen eitel. Ich habe das Wort gesucht, ich bin leider ein bisschen eitel. Und tue mich mit der Brille ein bisschen schwer, deswegen trage ich die eigentlich relativ selten. Im Stream aber öfter, weil ich schlecht lese. Also solange, wenn ich die Brille aufziehe, lese ich auch erstmal schlecht, das stimmt, aber dauerhaft lese ich halt besser. Oh, eine Arbeitskollegin hat mir heute erzählt, dass eine Bekannte von ihr, die Schilddrüsenunterfunktion hat, also genau wie ich, hervorstehende Augen hatte. Und dann muss ich daran denken, wie das aussieht, wenn ich hochgucke, weil wenn ich hochgucke, sieht das ja aus, als hätte ich riesige Augen. Und ich habe ja auch irgendwie riesige Augen. Da habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht kommt das davon. ich muss sagen, gefällt mir besser als ohne. Nicht hauen, please. No worries, no worries. Alles gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin mich halt ohne Brille eher gewohnt. Und ich bin nicht so der Fan von Brillen. Und irgendwie sitzt... Aber die sitzt schief, oder? Ich bin nicht so der Fan von Brillen generell. Schneckig. Schneckisch. Jetzt musst du mir auch mal einen Stream mit mir erwischen. Das stimmt. Sieht mit und ohne gut aus. Im Cosplay seht ihr mich dann halt eher ohne. Ich kann auch ohne ganz gut. Nur es bereitet mir weniger Kopfschmerzen, wie es scheint. Jetzt gerade in der Wärme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Brillenträger unter euch, die halt auch ohne ganz gut sehen. Also ich kriege zuckende Muskulatur ums Auge herum. Einfach weil meine Augen so angestrengt sind wahrscheinlich. Und das wirkt sich halt auf mein ganzes Gesicht aus. Und meinen ganzen Kopf und so. Oh. Mal kurz gucken, ob ich aktualisieren kann, ob irgendwas mit dem Rock passiert. Nö, nö. Ich habe nicht gerülpst, ihr habt nichts gehört. Aber ich fühle das. Aline mit Brille ist irgendwie sehr Monkeis. Ja, kommt drauf an. Also muss ja auch ein bisschen zum Outfit passen. So, was los? Was auch noch passiert ist in der Zwischenzeit, ich habe ein neues Handy. Auch witzige Geschichte. Ich habe die Anfangszeit in meiner Wohnung ohne Internet verbracht. Meine einzige Quelle zum Internet war eine SIM-Karte, die ich in meinem Handy stecken hatte. Die war unlimited für 1 Euro am Tag. Ist geil. Also hat gut funktioniert. Ich konnte mit Streams gucken. Also Streams eher weniger, aber ich konnte immerhin Videos gucken. Streams sind nämlich echt immer abgekackt. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet Streams da so schlimm waren. Anyway. Ich habe also Internet nur darüber bezogen mit meinem Handy. Und sonst hatte ich keine Kommunikationsmöglichkeit nach außen. Eines schönen Tages ist dieses Handy verreckt. Und zwar nicht einfach mit Warnung oder so, es ging einfach nicht mehr an. Es hat keinen Strom mehr gezogen, es hat nicht vibriert, es hat keine Töne mehr gemacht, gar nichts. Und dann saß ich da, okay, also ich habe jetzt kein Internet mehr, ich kann niemanden anrufen, ich kann nicht meine Nummern abrufen, ich kann gar nichts mehr. Gut, was habe ich getan? Ich habe mir einen Hotspot gesucht und dafür einen Zugang, der absolut beschissen war, 5 Euro bezahlt. Nicht mal Hörbücher konnte ich hören, weil die alle auf meinem Handy sind. So, und gesagt, getan. Und dann habe ich mir für ganz viel Geld ein neues geholt, was meinen Puffer stark reduziert hat. Meinen wunderbaren Puffer, den ich eigentlich für Möbel hinterlegt hatte. Und natürlich Kautionen, die ich jetzt nächste Woche mal einreiche. Ja... Dementsprechend habe ich jetzt ein neues Handy, was auch eigentlich quite nice ist. Es hat eine gute Kamera und es ist größer als mein Gesicht. Zuckende Muskulatur ums Auge, das will ich sehen. Das ist, glaube ich, nicht so sichtbar. Bin mir nicht sicher. Ich kann das halt fühlen. Ich habe das auf der Arbeit hauptsächlich. Jetzt nicht so hier. Jetzt gerade auch nicht. Ich habe nur gemerkt, es ist halt anstrengend. Ich finde halt echt, dass es irgendwie gar nicht passt. Vielleicht ist es wirklich nur das falsche Gestell. Vielleicht ist es einfach das falsche Gestell. So ein dünneres vielleicht mit einem dünneren Rahmen oder so. Wärme führt zum Ausdehnen von Dingen und die Augen sind da keine Ausnahme. Somit, um dieselbe Wölbung zu erzielen, muss ich das Auge mehr anstrengen. Aber gerade Brillenträger müssen sich da mehr anstrengen. Ah.
Wissen mit Sam, ja, tatsächlich. Rip. Cheese long. Ach, cheese long. Cheese long. Es ist, der Cheese long ist dann eher sowas wie der Long Chicken. Oh, jetzt Long Chicken, Leute. Mein altes Handy ist einfach ausgegangen, weil ich es benutzt habe. Schwarzes Screen aus, tot. Genau das ist mir halt auch passiert. Ich war so gerade mit drin, irgendwas zu tun, bam, tot. Und ich so, okay, vielleicht ist der Akku leer. Akku aufladen, anstecken, normalerweise kommt dann halt so ein Screen. Und es ist einfach nichts passiert und ich war so, oh oh. Oh oh. Oh no. Und es war halt genau die Zeit vor der Prüfung, wo ich Sachen recherchiert habe, wisst ihr? Mein Herz ist einfach aus dieser Dimension gerutscht. Durch meine nicht vorhandene Hose, vielleicht durch meinen Rock durch, in den Erdboden und dann durch den Erdkern durch, aus der anderen Erdseite raus und ins Universum gejietet. So. Früher wurden Handys immer kleiner, heute sind sie wieder größer als Köpfe. Tja. Dafür haben sie halt auch dieses tolle Display. Ich brauche glücklicherweise keine Brille, aber ich finde einfach keine Sonnenbrille, die mir steht. Ich habe immer einfach so Fliegerbrillen. Ich habe an sich von mir geredet. Mel sieht mit und ohne Brille very hübsch aus. Achso. Langer Weg für ein Herz. Ein Herz, das sich aber aus dem Universum jietet. Dann ist das halt okay. So was passiert halt, wenn man sich erschreckt, nicht wahr? So, und, genau, nach World of Final Fantasy gibt es auch noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall machen will. Ist auch, alles so, also, das heißt, in die Wege geleitet. Es ist, angedacht, dass ich ein paar Dinge tue. Und, für diese Dinge, die ich tue, möchte ich natürlich auch Cosplays und Outfits parat haben. Jetzt, da ich glücklicherweise, in der Lage bin, sehr viel schneller daheim zu sein, habe ich auch manchmal jetzt auch mehr die Möglichkeit, mich vor dem Stream vorzubereiten. Weil vorher hatte ich ja irgendwie so anderthalb Stunden Fahrt von der Arbeit weg. Jetzt sind das halt so eine halbe Stunde. Das geht halt echt voll klar. Damn, ich muss weg, sorry, Uwu. Shame on you! Shame on you! Okay, viel Spaß, hab Spaß und bis bald und danke fürs Reinschauen und hau rein! Ja, und genau, und für diese Sachen wollte ich jetzt auch wieder mehr Cosplays tragen und wenn es nicht unter der Woche ist, dann halt am Wochenende und auf jeden Fall irgendwie mal ein bisschen auch die Fanciness, die ich mir selbst entgegenbringe auf meinen diversen Kanälen, weiterzugeben, auch an die Barker-Crew. Und ich finde es wichtig, dass wir die Fanciness zelebrieren. Zelebrieren ist mein neues Ding. Und Fanciness. Ich war gerade beim Meldeamt mich ummelden. Alter Falter, die Leute tun mir richtig leid. 46 Stunden Wochen und sitze in einem Riesenraum mit Tränen, Schreibtisch an Schreibtisch. Ja. Meldeamt ist halt wirklich krass. Je nachdem, wo du wohnst halt auch. Cosplay-Quote geht steil auf dem Kanal, will sie sagen. Ich hoffe es. Also ich versuche mein Bestes, wenn ich hier nochmal ein bisschen mehr Ordnung reingekriegt habe, also ich weiß, ich sage das oft, aber die Sache ist halt, ich habe wirklich, wirklich scheiße viel Kram angesammelt. Wirklich viel Kram angesammelt über die letzten paar Jahre. Und diese Sachen sind jetzt sehr unsortiert in meinem Schrank reingeworfen worden, weil ich faul war. Das heißt, ich müsste jetzt mal sowas wie Perücken sortieren und wenn ich ein System habe, wie ich die sortieren kann, dann kann ich die auch schneller rausziehen. Von diesem Schrank, der hier steht, sind alle Schubladen voll mit Cosplay-Kram. Und diese Cosplays sind teilweise noch nie getragen worden von mir. Sind teilweise nie getragen worden von mir und brauchen auch noch ein bisschen Auslauf, sagen wir mal. Komplexe Ordnung, yes, ja. Und ja, und finden tut man halt hier auch echt schwierig was. Es ist alles noch nicht so ganz, noch nicht ganz optimal. Aber es wird werden, es wird werden. Ich habe jetzt auch ewig kein Cosplay mehr angehabt. Bestimmt über ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr nicht irgendwie eskaliert. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich hatte zwischenzeitlich mal Tamamo an. Klingt wie das Lager. Quasi, nur dass das Lager mein Wohnraum ist. Du hast jetzt sowieso demnächst erstmal keine Zeit, weil ich dir Tests aufzwinge.
Wenn meine Sachen angekommen sind, schreiben wir Tests. Der erste kommt im September. Ein Kino, ein Kuschelkino. Mhm. Hier ist eine Beere, die verstopft mit meinen Strohhalm. Alter, willst du mich verarschen? Ganz recht, ich hoffe, du lernst fleißig. Nee, aber, Was hab ich mir denn hier angeguckt? Oh, Senatsushi. Aber Frau Mehl, wir hatten das doch noch gar nicht im Unterricht. Schweig! Schweig! Wenn das nicht im Unterricht vorkam, muss das zu Hause gelernt werden. Und die beste Abendunterhaltung possible. Weil das, weißt du, das Traurige ist halt einfach, ich weiß, dass ich noch Reis in der Küche habe und ich den mal, dass ich den halt verballern muss und mir nicht einfach irgendwie Sushi bestellen kann. Vor allem nicht schon wieder. Ich bin ulkigerweise noch kein Krösus geworden. Also in der Zeit, wo ich jetzt angefangen habe zu arbeiten. Aber manchmal wünscht man sich doch, man könnte irgendwie noch mehr Essen bestellen. That hurts. It hurts so much. Tja, ich habe vergessen, was... Ehrlich gesagt habe ich total vergessen, was auf der Liste stand von Dingen, die ich jetzt auf jeden Fall hier noch spielen wollte. Ich weiß nur noch eine Sache. Drei Sachen? Ich weiß noch drei Sachen davon, die ich spielen wollte. Den Rest musste ich mal nachgucken. Weil das eine ist auf jeden Fall was ich halt... als nächstes nach World of Final Fantasy spielen will. Alles andere wäre halt so, oh, ich weiß nicht. Vielleicht auf 4? Nein, ich erinnere mich nur an 3. Ja, dann muss ich wohl büffeln, sobald das Paket da ist, ne? Mach, wie du magst. Ich habe dir das Zeug überlassen, weil du es dir angucken sollst. Du ziehst dir einfach das raus, was du gebrauchen kannst und was du nicht brauchst, brauchst halt nicht. Weiß nicht, ob ich die Sachen zurückbrauche, ehrlich gesagt, aber sobald vermisse ich sie auf jeden Fall nicht. Nein, ist okay. Ich brauche kein Food. Ich habe gegessen. The wind is pushing me. Müsste ich mal auf den Google Docs schauen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, dass ich gerne Dragon Quest 8 spielen würde. Und das ist... Hat sich nicht geändert. Ich würde sehr, sehr gerne Dragon Quest spielen. Oh, hey. Okay, ich sehe. Ich bin sehend. Also... Wir haben bei mir Final Fantasy 8 Remaster. Dafür habe ich nichts da. Fuck. Da muss ich mir irgendwas anziehen. Dragon Quest 8, Four Goddesses ist online. Twilight Princess, I Am Setsuna, Beyond Two Souls und Fahrenheit steht auf der Liste. Dankeschön. Was? Dafür hast du... Oh. You're right, I'm sorry. Ich habe so an Wick-Geschichten gedacht. Aber okay, Okay. Für Final Fantasy 8 habe ich super genug da und es wird cool aussehen. Also ich habe da schon Sachen ausprobiert und es sieht cool aus. Also eigentlich hätte ich gerne als nächstes Dragon Quest gespielt, aber Final Fantasy 8 bäte sich halt auch an. Für Four Goddesses Online hätte ich eigentlich auch echt gerne ein Outfit. Aber auch, und das habe ich absolut nicht da. Gute Idee, alles so lange spiele. Ja, weil ich stehe auf Story. Ich stehe total auf Story-Spiele. Ich müsste eigentlich komplett nur sowas wie Breath of the Wild spielen, einfach weil ich da so gut quatschen kann. Aber das bin ich halt nicht. Ich spiele lieber Story-Games, von denen jeder immer nur pro Tag eine Stunde Content sieht und dann wieder 3 Wochen warten muss. Du sitzt doch. Ich glaube, ich mache mir einen Spaß-Tinder-Account, wo ich Shido Itsuko-Cosplay bin und als Anzeige einfach reinschreibe, ich suche einen Geist zum Liebhaben und warte, was passiert. Meine Tinder-Erfahrung war nicht so
Weiß nicht. Ich kann nicht behaupten, dass Tinder jetzt auch zum Spaß Tinder spaßig war. Es war halt, keine Ahnung, eine Plattform mit thirsty people halt. Und keine Ahnung, das ist nichts anderes als Internet. Mel spielt gerne lange Spiele, auch Mel. Just Chatting ist my passion. Just Chatting ist nicht meine Passion. Just Chatting ist zu mir gekommen, okay? Das war keine Entscheidung. Es ist ein Schicksal. Ich stehe auch voll auf Story Games, aber kein japanischen. Dann wird's schon mau. Kommt halt ganz drauf an. Ich bin, also auch wenn ich hier streame und wir uns den japanischen Content verschrieben haben, beziehungsweise die Bakaku itself, komme ich dann doch so eher aus dieser generellen Ecke. Und ich muss sagen, es sind halt viele, viele JRPGs, die halt einfach etwas haben, was ich hasse. Und das, was ich hasse, ist die Tatsache, dass Level immer gleich aufgebaut sind. Es ist halt immer so schlauchig und so. Und das hasse ich einfach wie die Pest. Ja, und ja, wir haben zwar Ausnahmen, aber hauptsächlich war das ja eigentlich mal hier so gedacht für Japan-Anime-Kram. Und ich bin halt gekommen und ich wurde gecastet quasi. Und war so, yay, ich mach jetzt Just Chatting. Und so war ich die erste Just Chatting-Streamerin hier auf diesem Kanal. Und ja, ich war ein Pilotprojekt, das nicht gescheitert ist. Was ist das? Das ist drin. Okay, Mel, du magst lange Spiele? Okay, spiel das neue SAO, spielst über 90 Stunden lang. Ich spiele niemals SAO. Ich werde niemals irgendwas mit Sword Art Online zu tun haben. Niemals. Vielleicht, wenn man mir ein Asuna-Cosplay kauft, aber nicht mal das. So. Du warst kein Pilotprojekt, du warst das Flugobjekt und du chillerst noch durch den Orbit. Phantasy Star Online 2 ist auch heute rausgekommen. Das ist sogar kostenlos. Habt ihr gehört, Leute? Das ist kostenlos. Das ist schon länger draußen. Ich meine auch, das wäre schon länger draußen. Aber who am I? Ich habe keine Ahnung von Phantasy Star. Ich müsste vielleicht auch mal gerade hinsetzen. Gestern wurde es auf Steam released. Ach so. Ja, 10 Jahre, aber who cares? Was sind schon 10 Jahre? 10 Jahre, wer? Oh, Tim, hallöchen. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Ja, da wir ja jetzt Ausreißer auf diesem Kanal haben, können wir auch mal hier, keine Ahnung, hier Kraftopia und SpongeBob spielen. Muss ich dann eigentlich auch für Final Fantasy 12 ein passendes Cosplay haben? Oh, du spielst 12? Wann? Ist das schon aus, Baldowat? Ob du das spielst? Ich schmelze auch. Ich habe einen Smoothie. Mach dir auch einen Smoothie. Ab 0 Uhr Horizon Zero Dawn für den PC. Ein Spiel, was ich nie angefasst und nie angeguckt habe. 12 ist ein schwieriger Titel. Ich habe eine sehr, sehr gespaltene Meinung dazu. Denn 12 ist gleichzeitig gut und gleichzeitig auch irgendwie fürchterlich langweilig. oh nee, 22 Stunden. Ja gut. Es ist halt so gleichzeitig irgendwas zwischen, okay, voll interessant und spannend und... das zieht sich jetzt aber. Ich habe für dieses Spiel 5 Anläufe gebraucht. Also das ist das Einzige, neben 13 vielleicht, das ich noch machen wollen würde, weil ich es halt nie durchgespielt habe. Und ich muss den Stream mal wieder dafür ausnutzen. Das klingt gut. Ich wollte gerade sagen, aber Fran! Fran und Balthier! Oh mein Gott, die haben beide einfach mein Herz eingenommen, als ich es damals gespielt habe. Fran einfach wegen ihrem Knackepo und ihren süßen Hasenohrchen. Und Balthier einfach, weil er ein sexy Typ ist. Kann man nicht anders sagen. Ein sexy Typ im Steampunk-Outfit. Hallo! In irgendeinem Dungeon habe bestimmt auch Kacke gelevelt. Das war halt auch mein Problem. Ich habe Kacke gelevelt und dann irgendwann stand ich da vor einem Boss und kam nicht weg. Das hat das Spiel halt echt Kacke einfach gemacht, sodass du manchmal einfach nicht wegkommst. Müsste auch mal Final Fantasy spielen.
Musst du gar nicht. Du kannst doch einfach dabei sein, während jemand Final Fantasy spielt. Man kann es dir ja vorkauen. Das ist ja das Tolle am Stream. Jemand kaut dir den Content vor und macht ihn dir schmackhaft. Den Mund wässrig. Sagen so viele, dass man am besten mit Guide oder so spielt. Ohne Scheiß. Es gibt Level, die könnte ich bei Final Fantasy XII nicht ohne Guide spielen. Es gibt einen Dungeon, für den habe ich damals, als ich es durchgespielt habe, also einen meiner ersten Runs, da war ich in einem Level und da hatte ich zwei DIN A4 Seiten vorne und hinten bedruckt mit einem Guide, wie ich durch dieses Level komme, weil dieses Level arschschwer ist. Außer du schaust Mel zu, da bist du verdurstet bis zum Spiel, das stimmt. Na, seid ihr auch schon thirsty für das Spiel? Ich nicht. Da, fuck Beere. Also, da sind nur noch Bären drin. Bei uns in der Abteilung wurde 12 als Final SM Fantasy abgestempelt, weil Fran aussieht, als ob sie gerade aus einem Popo-Club kommt. Aber sie ist sehr hübsch. Das ist wie bei Konzerten. Hat gerade angefangen, man muss pinkeln, aber die Pause liegt noch in weiter Ferne. Ein Stream mit Mel. Aber das ist halt wirklich an Final Fantasy XII echt hart. Es gibt so Ecken, die könnte ich nicht ohne Guide spielen, einfach weil die... Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber die haben das halt richtig unnötig kompliziert und anstrengend gemacht. Und dann ist es halt so, ja, bockt jetzt nicht so hier durchzulaufen. Aber dafür finde... Oder, was auch noch... Ich sag auch noch mal positive Dinge über das Game. Lass mich nur kurz die negativen aufzählen. Es gibt ein System. Dieses System... Hallo Ismea, herzlich willkommen. Hallöchen, wie geht's dir? Es gibt ein System, das läuft im Hintergrund. Und das rechnet dir die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, aus, wie du die stärkste Waffe im Spiel bekommst, und zwar den Zodiac-Speer. Und das war damals auf der PS2 so, ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, dass du diese Waffe nicht bekommen konntest, wenn du ein paar ganz bestimmte Truhen, die aussehen wie Körbe, geöffnet hast, dass du dann diese nicht mehr bekommen konntest. Das ist einfach so richtig, richtig random, nicht mehr besondere Truhen, es sind einfach... Random Truhen, die aussehen wie alle anderen. Und die enthalten Loot, den du halt, keine Ahnung, ist kein besonderer Loot. Es ist halt einfach nur der Loot, der dir verwehrt, diese Waffe zu bekommen. Das ist halt so doof. Also bei Cosplay könnte ich mir da auch nur Asher mir vorstellen. Aber selbst das ist, glaube ich, kritisch. Bei 13 hätte ich wenigstens Vanilla. Bei 13 hätte ich, glaube ich, weiß, ich habe nicht das Gesicht dafür, aber ich hätte Lightning gemacht. Einfach weil Lightning cool ist. Dies bei Final Fantasy XII ist aber auch, dass es bestimmte Waffen gibt, die man nur finden kann, wenn man an bestimmten Orten Gegenstände liegen lässt. That's it. That's it. Das ist einfach ein... Ich finde dieses Feature, diese Idee an sich, das einzubauen, einfach saudämlich. Okay, Fabi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bye-bye. Danke schön fürs Zuschauen. Es ist halt einfach saudämlich. Niemand sagt dir das. Niemand gibt dir einen Hinweis darauf und du erfährst es auch nie. Außer durch den Guide. Und... Da frage ich mich, wozu dann eigentlich überhaupt? Was für einen Sinn macht das? Wofür war das angedacht? Also, I don't know. Ich finde das einfach so... Entschuldigung, ich finde das einfach so beschissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder Leute da sitzen. Ja, also ich fände es ja cool, wenn wir irgendwie die stärkste Waffe im Spiel so verstecken, dass man da halt nicht drankommt. Es sei denn, man lässt die da, die und die und die und die und die Truhe liegen. Und dann ist es so, ja geil, gekauft. Das werden die Fans lieben. Oh, okay, du willst mal... Soll ich dir dann meine Adresse heute Abend mal zukommen lassen? Dann mache ich das mal. Und ja, dementsprechend slightly abfuckend. Oder auch super. Die stärkste Schusswaffe im Spiel sieht halt schwächer aus als fast alle anderen Endgame-Waffen. Dabei sagt ja einfach keiner, dass sie einfach die Fanswerte ignoriert. Das ist es halt. So viele Dinge in diesem Spiel sind einfach so urkomisch. Also, wir haben ja sowieso eine andere Fassung bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil die japanische Fassung war ja das, was wir heute als Zodiac Age kennen. Denn jeder Charakter
ist im Prinzip ja auch nur irgendeine Klasse. Und in Zodiac Age wird jede Klasse zu einem Sternzeichen zugeordnet. Also Rotmagier ist irgendwas, Wassermann ist irgendwas. Und, ja. Innovativ heißt das. Nein. Und dann hast du halt diese Sachen, die dann halt am besten komponieren. Und dann hast du diese Zauber, die halt irgendwie zusammenpassen, zusammen zu den Klassen. Es ist einfach... Ich check's einfach nicht. Ich check einfach nicht dieses System dahinter. Und dann kannst du halt diese Esper freischalten. Und die setzt du einem bestimmten Charakter auf. Also du kannst jetzt zum Beispiel Ifrit nehmen. Wobei ich... Doch, Ifrit gab's, glaube ich. Der hieß auch Ifrit. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, also, was ja nämlich aufwissen müsst, die Beschwörungen in 12 sind nicht dieselben, wie man alle vorher kennt. Es gibt kein Ramu, es gibt kein Ixion, es gibt kein Phönix, es gibt halt nur andere. Alexander gibt's nicht. Es sind halt alles sehr, sehr eigene Sachen und auch eigene Designs. Die Designs finde ich aber cool. Nur passend, also Final Fantasy 12 ist, glaube ich, ein gutes Spiel, was auch ziemlich viel gut meint. Es fühlt sich einfach nur nicht wie Final Fantasy an. Ja, mit dieser ursprünglichen Version konnte man halt einfach quasi perfekt, alles quasi perfekt lernen. Das geht in Zodiac Age nicht. Beziehungsweise im Japanisch, da kann ich halt nicht jeder alles perfekt beherrschen. Ja, das stimmt. Bei meinem ersten 12-Run hatte ich am Ende das Brett voll und jeder hatte bei mir dieselben Waffen. Einfach weil das die stärkste Waffe war, die ich gefunden habe und es hat halt funktioniert. Und um die Frage zu beantworten, nein, ich habe noch keinen konkreten Termin dafür. Okay. Lass dir Zeit, lass dich nicht dingen, aber ich hätte Bock drauf. Du setzt denn erstmal jemandem auf, so wie bei World of Final Fantasy? Nein. Du setzt den Esper jemandem aufs Schachbrett und beim Schachbrett kannst du dann diesen Esper aktivieren. Und es sind genug da, damit jeder einen abkriegt. Und ich weiß aber gar nicht mehr, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Stats hatte, so wie bei 8. Das ist echt viel zu lange her. Ich habe das durchgespielt, da war ich 13 oder so. Ich trage einfach bei allem Sarah. Das ist vollkommen fein. Oder du holst dir halt einen weißen Wig. Oh, ich hätte gerne weiße Wig mit Hasenöhrchen. Hol dir eine weiße Wig mit Hasenöhrchen. Das klingt süß. Mach's einfach wie ich und mach Casual Outfits, weil Streams sind sowieso Cosplays einfach viel zu warm. Ich hab grad einen lustigen Tweet gelesen, Entschuldigung. die verlängern eher deine Kampfzeit. Keiner braucht in 12 die Esper, wenn er die Endgame-Schusswaffe hat. Ja, das stimmt. Das ist genauso wie die, diese Spezialfertigkeiten. Die sind irgendwann halt total obsolet, weil sie halt nicht stark sind. Vor allem bei 90 Grad im Studiolicht. Eben. Also, mein Zimmer ist ja schon klein. Und weil ich eben überall um mich herum Balkons habe, habe ich halt während dem Stream das Fenster zu. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie warm es hier durchaus werden könnte, wenn ich erstmal aufheize und mich aufgeregt habe und so. Und ich habe hier keinen Ventilator. Es ist, es wird ein guter Winter oder Sommer. Ah. Donaten Sie jetzt für Hardcore-Friend-Cosplay. Okay, just for fun, let me google that. Mhm. Mhm. Es gibt ein Friend-Cosplay auf Etsy. Das kostet läppische 400 Euro. Und dann gibt es noch eins auf Easy Cosplay. Das kostet nur 250 Euro. Spottbillig, Leute, sag ich euch. AliExpress, okay, was sagt AliExpress dazu? Das ist nicht die Friend, die ich gesucht habe. FF in 12. Final Fantasy 12. Das ist Tifa. Das ist eine nackte Frau. Das sind ganz viele nackte Frauen. Und ein paar hübsche Wigs. Keine Friend. Also gut, es gibt für knapp 400 Euro ein Friend-Cosplay. Ich würde mir von den 400 Euro gerne einen Fernseher kaufen.
Oder ich kaufe mir endlich mal Garnet. Garnet, go! Mit oder ohne Schuhe? Weiß ich nicht. Die Ohren alleine sind schon meist bei 90. Ja, eben. Also, wenn ich jetzt Handmade-Ohren kaufe, dann sind die sowieso halt ewig teuer. Dafür sind die aber halt auch hübsch. Wait for it. Cosplay-Set Friend von Final Fantasy. Ich mache es für sie in 3 bis 4 Wochen. Alle Rüstung, Körperzubehör, Helm mit Ohren, Perücke und Schuhe nicht enthalten. Für Höhe 155 bis 170. Kontaktieren Sie mich für Größe vor dem Kauf. Okay. Aber damn, das Cosplay sieht echt gut aus. Also, und die Dame, die das Cosplay trägt, hat auch ein Body. Ah, die Ohren gefallen mir nicht so. Die sind ein bisschen zu plüschig, Imu. Orangener Strampler mit langen schwarzen Haaren. Steht mir bestimmt. Es ist halt kein richtiger Strampler, wenn du halt die Figur halt in itself noch ein bisschen haben willst. Also dieses Chibi-mäßige. Ist ja dann auch noch mal ein bisschen was anderes. Young Xehanort Cosplay. 100 Euro. Schnäppchen. Ich wundere, dass das ein Final Fantasy XIV Samurai. Ah, ein Final Fantasy XIV Samurai. Der kostet nur 190 Euro. Der sieht aber auch not bad aus, ehrlich gesagt. Sonst noch ein Friend Cosplay? Nee. Ich hab Fragen. Achso. Ich hatte gerade, da hat jemand Content geklaut und war so, ja, ich verkaufe das, aber gemacht habe ich es nicht. Und zack, jetzt habe ich schon zugemacht. Warte, ich zeig's am Handy. Womit mir wieder gefühlt 1 bis 10 meiner werde ich niemals besitzen und Schüsse durchhalten. Ja, ich kenne das. 6,99 random lenses? Yeah, let's try your luck. Your chance to try different lenses at once. Pinky Paradise. Ich habe immer noch keine Kreditkarte, Freunde. Oh. Ich habe was anderes gefunden, was mir gut gefällt. Oh, warte. Das gefällt mir gut. Erstmal Purple Dress tiefer. Mir hat's ja die das Red Dress Aerith sehr angetan. Aber das ist wahrscheinlich zu teuer für mich. Oha, luftig. Der Titel. Anime Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV, Shisui Samurai Tank Outfit. Leute, so sieht ein Tank aus. Ein weiblicher Tank in einem Videospiel. So sehen sie aus, nicht anders. Die ganz normal. Ich wusste doch, es kommt mir bekannt vor. Tank Outfit, ja. So. Und ich hätte mir zum Beispiel ein Samurai-Outfit. Das kostet jetzt ein bisschen mehr, aber es ist auch nicht von Easy Cosplay. Typischer Leopardpanzer. Shisui, meine Sommerresidenz. Je weniger Stoff, desto mehr Schutz. Man kennt es. Würde. Ist doch klar, für jedes Prozent Rüstung, das es weniger hat, bekommen Tanks 10% mehr Schutz. Dann braucht man auch Cloud im Kleid. Aber nur, wenn sie weiblich sind. Also ich meine, es ist halt nicht alles perfekt an diesem Samurai-Kostüm, ne? Aber schon allein diesen Teil finde ich halt schon echt, echt Schmuck. Muss ich schon sagen. Also, wer ist denn der Shop? Cos All Store. Ich glaube den nicht. Hat das schon mal jemand gekauft? Vorbereitungszeit sind 2 bis 3 Monate einfach. Oh, what are you? Oh, ich weiß. Azur Lane. Ich weiß nicht, wovon das. Also, Azur Lane kenne ich schon, aber. I dig that shit. Das gibt's so aber öfter zu kaufen, die Preisrange. Dann würde ich mal gucken, woher das kommt, du. Frozen. Was haben die denn an Frozen-Kram? Nicht den Kram, den ich gern hätte.
haben die noch? Hot Deals. Astolfo für 513. Wow. Ein bisschen viel, meinst du nicht? Oh, hey. Kennt ihr das nicht irgendwoher? Ich habe das vielleicht mal ein paar Leuten gezeigt. Kennen wir dieses Kleid nicht irgendwoher? Mit Schlitz bis unter die Achsel. Ja, ist doch pretty. Oh, das ist auch so lame. Ah, jetzt weiß ich ja, woher das kommt. Oh, das Cosplay habe ich schon mal gesehen. Und da habe ich auch ein bisschen Fühls gehabt. Das fühle ich schon sehr. Mit sowas durch die Gegend zu laufen, ist zwar wahrscheinlich hart unbequem, aber cool as fuck. Seid ihr der coolste Shit auf dem Pausenhof, ja. Genau, blauer Weg und Auto, ganz genau. Honkai, Honkai Impact, Honk Honk. Ishtar Ereshkigal. Mein Arm fühlt sich komisch an. Oh, guck mal, die haben auch die Wedding Tamamo, aber in Scheiße. Aber das Xayah-Cosplay sieht von denen halt geil aus. Nur ich glaube, die haben das von einem anderen Store, den ich sehr geil finde, geklaut. Und als ihres ausgegeben. Sieht aber sehr gut aus. Ich habe das nämlich bei denen schon mal gesehen. Damit kannst du dich vorm 10er stürzen und landest im Nachbarland mit Grazie. Like a Queen? Like a Boss ist langweilig. Wer will denn dein Boss sein, wenn er eine Queen sein kann? Ja. Yo. So, wir hatten wieder einen kleinen Cosplay-Exkurs. I'm sorry. Aber, wie gesagt, für so Final Fantasy Streams zum Beispiel, für jetzt Final Fantasy 8, hätte ich damals ein Petto, was ich mal eventuell gekost-testet habe. Nicht für die Öffentlichkeit, aber generell. Habe ich die Fotos noch? Könnte ich mal rumschmeißen, ne? Sollte ich mal tun. Yes. Da habe ich schon wieder viel mehr Armor-Meme rausgesucht und gepostet. Yeah, ich mag das Meme. Das ist halt auch einfach so gut. Genau, also es entscheidet sich dann wohl zwischen Final Fantasy 8 und Dragon Quest 8. Bei Dragon Quest 8 ist nur das Problem, weil ich nicht weiß, wie ich das spielen soll, weil wir haben ja, also es kam ja auf der PS2 raus und ist halt fraglich, ob ich meine PS2 dafür anschließe oder nicht. Vielleicht ziehe ich deswegen Final Fantasy 8 tatsächlich vor. Oder wir spielen sowas. Twilight Princess habe ich noch keine Wii und das Spiel noch nicht, deswegen dauert das auch noch wieder. Was wir aber halt easy spielen könnten, wäre Beyond Two Souls oder Fahrenheit. Fahrenheit könnte halt echt so ein Shit-Konzert werden. Bin ich mir noch unsicher. Und Beyond Two Souls können wir auch ziemlich so. Da können wir schon alles ziemlich in die Scheiße reiten. Das Problem ist nur, bei diesen Spielen habe ich echt Probleme damit, irgendwas so zu entscheiden, wie es mir gegen meine Gesinnung geht. Das fällt mir echt unglaublich schwer. Und ich kann bei sowas auch schlecht die Zügel abgeben. Es kann nicht schlimmer werden als wie bei mir und Heavy Rain. Ist bei dir jemand gestorben? Ich habe es nämlich nicht geschafft, bis zum Schluss jemanden bei Heavy Rain sterben zu lassen, auch wenn ich es wollte. Es ist einfach niemand verreckt. Mein Arm fühlt sich komisch an, das soll aufhören. Ich mag das nicht. Meh. Ich glaube, es haben alle überlebt, bis auf der Täter. Wenn siehst du, dann hast du doch voll gewonnen. Bei mir ist der Vater gestorben. Und der Agent, glaube ich. Diese Frau und ihre komischen Fotos, ne? Das macht mich echt fertig. Ja, und sonst, ich habe ja sonst alle Titel gespielt. Also Heavy Rain habe ich gespielt, Beyond Two Souls habe ich gespielt und Detroit Become Human bin ich gerade wieder am Spielen unter anderem. Aber ich bin auch unheimlich vergesslich, deswegen freue ich mich sehr darauf, das nochmal zu erleben. Aber war doch toll, weil keiner der Zuschauer weiß ja, wie du dich entscheiden musst. Das stimmt. Das stimmt. Und ich liebe diese Spiele halt auch einfach, weil
der Progress sich halt auch gut anfühlt. Und du hast halt das Gefühl, richtig Progress zu machen. Bei Beyond Two Souls ist es halt ein bisschen schwierig, weil man eine andere Art von Geschichtenerzählung durchlebt und man dann halt die Puzzleteile am Ende zusammensetzt. Und das ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert ganz gut. Genau das, und das sieht halt so komisch aus. Ja. So auf jeden Fall der Plan für die nächste Zeit. Ich weiß, das ist alles noch Zukunftsmusik, weil keine Ahnung, wie viel Zeit wir jetzt in World of Final Fantasy gesetzt haben. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen was übrig. Falls nicht, Final Fantasy 8 ist auf jeden Fall am Start und dann können wir quasi ohne Probleme weiterspielen. Oh, und was mich gebockt hat, was mich immer noch bockt, ist Tales of Arise. So, guck mal. Spielzeit 30 Stunden. Und das letzte Mal, dass ich gespielt habe oder zumindest ein Achievement hatte, ist im Mai. Mai. Oh ja, Tales of Arise. Natürlichkeit. genau, das hat mich bei Beyond Two Souls sehr verwirrt, aber am Ende ergab alles Sinn. Dazu solltest du erstmal Wurf durchkriegen hier. Ja, eine mit Weile. Es ist alles gut. Glaubt nur, dass Wurf halt nicht mehr lange hält und ich mir schon mal Gedanken machen sollte, was man danach am Idealfall macht. Ich kann ja natürlich auch wie Momo zum Beispiel parallel zwei Sachen führen, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich bin zu verwirrt von mir selbst dafür. Ich würde so Tales of Arise auf jeden Fall zumindest mal gerne. würde ich zumindest gerne den First Look machen. Ob ich das jetzt wirklich durchspiele, ist halt was anderes, aber es bockt halt. Eile eine Weile und es ist vorbei. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, meinen Controller hier hin zu tun. Das heißt, ich muss gleich nochmal gehen. Es tut mir leid. Ich schalte dann gleich nochmal auf den Startscreen. I'm sorry. Oh Mann, wieso bin ich ja nicht so verpeilt in letzter Zeit? Das macht die Hitze mit mir. Ich habe nämlich keine Intention, dieses Spiel mit Maus und Tastatur zu spielen. Falls es überhaupt geht. Bin mir nicht sicher. Und ich habe ja auch keinen PS3-Controller. Und ich habe meine Kabel für meine Capture-Card verlegt und überhaupt genug Zeit, sich ein Eis zu holen. Genau. Und ich hätte jetzt richtig Bock auf Abendessen. Weil ich habe nämlich heute nur zu Mittag gegessen. Goddammit, was ist mit mir eigentlich los, dass ich nicht richtig esse? Das ist so anstrengend mit mir. Ja, ich gehe ganz kurz ins Wohnzimmer und hole meinen Schlüssel und dann bin ich später da. Ganz kurzes Momentchen, bitte. Ich habe nämlich keine Lust, hier auf mein Höschen achten zu müssen. Nicht auf mein Höschen, mein Röckchen. Dass der Rock tief genug sitzt, damit man mein Höschen nicht sieht. Das wollte ich damit sagen. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich hasse das, ohne Strumpfhose rumzulaufen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich wäre nackt. Das ist einfach anstrengend. Und ich bin nicht nackt. Ich trage einen Rock. Ich schwöre es. Hallo, mein Name ist Green. Ich bin auch wenn ich mir sicher bin, dass es mir keiner verübeln würde, wenn ich hier so irgendwie keinen Bock auf Hosen hätte zum Streamen. Könnte mir keiner verübeln. So, wir geben uns jetzt der Illusion hin, hallo, dass ihr wisst oder nicht wisst, dass ich einen Rock trage. Wir können mir glauben, ich trage einen Rock. Oh nein, warte, so geht's. Da ist er. Wir wissen, Mel ist nur nackt, wenn ich nicht da bin. Das stimmt auch. Mel ist nie anstrengend. Gar nicht. Du bist alles andere als anstrengend. Oh. Ich finde mich anstrengend. Aber dieses, oh ja, Essen irgendwann später und dann habe ich halt Hunger und dann stehe ich da. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu kochen.
Ich finde mich anstrengend. Die Sache ist, ich bin dann in dem Moment dann halt auch noch zu wählerisch, um einfach zu sagen, ja, ich esse einfach das, was da ist. Ich habe gerade eine der schönsten Dinge auf dieser Welt gesehen. Jo, oh. Wollen wir da mal ins Game hüpfen? So ganz nebenbei ein bisschen. Ich mach mal derweil den Pop-Out-Chat und so. Dort. Edamame. Ja, ich habe Edamame, aber keine Ahnung, Edamame ist jetzt kein Abendessen. Dann habe ich ein Kilo Edamame gefressen. Oh geil, Game. Dann habe ich halt vielleicht ein Kilo Edamame gegessen und habe halt immer noch Hunger. Das ist mein Problem. Die Suppe von gestern habe ich auch schon aufgenommen. Ich habe noch den Reis halt da und den Reis muss ich halt erst auch erst wieder zubereiten. Dieser Plan funktioniert nicht. Game. Spielen. Ja, bitte. Ach, warte, das Spiel hat mich nicht wieder darauf zugreifen lassen. I remember. Das heißt, ich muss jetzt entweder jetzt capturen oder es wird niemals funktionieren. Niemals, sage ich euch. Niemals. Ja. Ah, guck mal. Schön. Ja, es ist jetzt ein bisschen ruckelig. Don't mind me. Wir haben es gleich. Ich muss nämlich noch kurz das Spiel wechseln. Nee, du sagst, du hast das Schönste auf der Welt gesehen. Achso, nein, nicht jeder Mame, sondern hier. Ein lustiges GIF. Um genau zu sein. World. Oh, fein. Jo. Es ruckelt nur nicht wegen meinem PC, keine Sorge, der lebt. Dem geht's prächtig. Ich halte ihn gut, ich schwör's. Und wir werden nein, ein lustiges GIF, Leute. Ein lustiges GIF mit Wackelkopf. Kartoffelsalat. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Kinderpinguin, Joghurt mit der Ecke, Vanillepudding, Milchschnitte und. Oh, ich habe auch noch eine Milchschnitte. Yo! Woo. Ich habe Salzstangen, in denen so gut wie kein Salz dran ist. Zip! World of Final Fantasy! Was ist heute für ein Tag? Ich habe die Ehre, den großartigen Zip zu hören. Zip, zip. Ist das Spiel für euch zu laut, zu leise? Ist es okay? Conductor! Ist alles okay bei euch? Habe ich euch die Ohren weggeblastert? Ich weiß ja nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir... Ausgerechnet hier. In all places. Starten wir hier. Ohne Karfunkel-Erinnerung. Okay. Jo. Du könntest ein Ticken lauter, aber sonst ist auch so gut. Okay. Dann kann ich das machen. So. Den zweiten Bildschirm sei Dank. So, wie geht's denn unseren Viechern? Können wir dich mal weiterentwickeln? Das fände ich sehr, sehr spannend. Nicht nur, weil sie Mel heißt. Lass mich in Ruhe. Okay. Du hast das Game lauter gemacht? Ja. Ach, ich könnte ein wenig lauter. Ah, sorry. Ich habe verstanden, dass das Game lauter könnte. I'm sorry, I'm so sorry. Lesen ist halt auch nicht meine Stärke. Sonst bekomme ich im Schnitt einen Rappel. I'm sorry. So, warum hast du eine Quest für mich? Wir müssen noch mehr Miragen für die Entscheidungsschlacht sammeln. Und stärker werden, okay. Hello. Hello. What now? Oh ja, you want a test? Oh Gott, das sieht nach Arbeit aus. Ich will nicht arbeiten. Oh nein, ich weiß wieder, wo ich aufgehört habe. Das war da, wo ich diese ganzen Kämpfe immer wiederholen musste, oder?
Ich will das nicht machen. Diabolos, Bahamut. Oh, das ist Leviathan. Na komm, probieren wir es mal. Was soll schon passieren? Was denn die Viecher machen? Doch, ich glaube schon, das war Story. Also, zumindest hat sie die Ische angezeigt, dass da die Hauptstory ist. But it's estimated the giants who lived here must have disappeared about 100 years ago. A century. It's a little hard to imagine. Well, why don't we head back to the airship and... Ach, der war ja hier so ein Keck, ich erinnere mich. Is there something I could help you with, Bahamut? Oh. Or should I call you Tia Babylo? Tia Babylo? You dare speak my true name before a stranger? Have you lost your mind? What is going on? Okay. It's been a century, you said? Been quite a while. But I used to know old Bahamut. Oh, das klingt ja ganz freundlich. Können wir freundlich bleiben? Dyad servant? Okay, die sind ABFs offensichtlich. What? Lon and Rain are the demon dyad? Oh nein, sie sind das dämonische Duo. Wer hätte das gedacht? Must have concocted the name to spice up their crimson prophecy. But there's a basis to it. The original Azure prophecy mentions demons too. Oh nein, wir sind Dämonen. Das ist ja schrecklich. Wir haben die Welt in den Untergang gebracht. Wie können wir zu Dämonen? Yes, she was. Oh, wie stolz er ist. You know, you're kind of taking all the wonder out of my childhood here. One thing I know. No one would have started calling them the Demon Dyad or whatever if you hadn't been there, acting like demons and wreaking havoc against them. Oh, wie sie sich mit Bahamut anlegt. Und Bahamut so, ey, erinnerst du dich daran, wie Lana vergessen hat, wie sie die Schuhe zu binden? War es ein Plan? Is that the reason you're here? Listen. I've observed Brandalus up close for a century, and Tia Babylo. Face it, you don't stand the slightest chance against him. Bahamut ist schwach. The X9 Knights. I trust you've heard of them. Hier ist ein ganz schmaler Bahamut. An Esper like me, a human, and lastly a god from the Extraverse. Gods from the Extraverse? Espers? Oh, Bestia. Well, the Azure prophecy makes mention of them both. Essentially, it says. Ach, das ist eine ganz schön lange Sequenz dafür, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Ich glaube, das ist so ein extra Ding vom Zusammenkunft-Dings. Dark begat monsters and humans who sought the light. In the extraverse, the world that surrounds ours, live gods that feed solely on death and destruction. Sie verkörpern Sein und Nichtsein und sie folgen keiner Vernunft. And non-beings and will not heed reason. One world found a tear in the fabric and exploited it to confine espers inside their human bodies. This However, is all the plot that was too dense for the cheerful gameplay. Also auch wirklich so, ja, nebenbei, so mit Salzstreuer halt noch so ein bisschen Story gepflanzt. I can't say anything with real certainty yet. In the end, the prophecy is just words. So the best we can do is venture a guess at what it means. In fact, it's because this first section was so ambiguous. It was omitted from copies. Only direct descendants know it. Then that would make you. Yes. That's right. The first summoner's descendant. Oh, ich mag Beschwörer. Seit wann hätte sie 10? I would imagine. Although, it seems that some of you have picked up the art of summoning in our place. You'll keep it alive. Willst du nicht irgendwie meine Familie gründen? Ich meine ja nur. Ist doch nicht alles verloren, du kannst ja immer noch einen hübschen Hühner finden. Oh warte, nein, die sind ausgestorben. Hm. Ja, Lan, alle Hoffnungen sind auf dir.
He's completely different from the Brandalus that you think you know. You can't beat him. You can't even touch him. Meine Beine sind noch ganz stoppelig. This cannot be. What you say is impossible. It doesn't matter. Liebes, wie viel Inbrunst dieser Synchronsprecher in dieser Aggression liegt. I'm the true king, the Bahamut King. Tia, Tia Babalo the Great. Great. I see your temper's as short as ever. Why are we fighting? Okay. Außer Lan, well, pretty much ausgestorben. So the demon diehard thing. Oh, wir haben ganz schön viel Leben. Us, huh? Yeah. So, wie geht das nochmal? Oh. Okay. In anger management. Also, you should forget about messing with the heralds. It's true, you can't win. You should just have to slaughter them in order to prove just how wrong you are. Wieso fragt ihr nicht mich? Entschuldigung, ich hab nur gerade voll Geld. Wir verrecken jetzt eh gleich, aber was soll's. Oh, das ist gar nicht so schlimm. So. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Ich hatte das nicht, ne? Puh, okay. Mir geht's wieder gut. Ich hab mich wieder. Ey, wie witzig. Ich kann das absolut leider nicht durchstehen, wenn jemand so aggressiv doof ist. Ja, ich würde sagen, wir leben mal. Ich lebe mal mit der Schande, okay? Ich kann mit der Schande sehr gut leben. Ich möchte bitte nicht so lange mit dieser Schande. Bin viel nett, aber eigentlich Bahamut sehe mich an, ich kann zählen. Das ist ganz toll, dass du mal zumindest auf einer Baumschule warst, Bahamut. Aber das juckt mich gerade gar nicht. Kannst du es bitte nicht... Mach schneller. Oh, guck mal, der hat ein Tattoo auf dem Flügel. Eine kleine Jugendsünde. Ohoho. Guck mal, er hat bis die Null gezielt. Oh. Sieht schon geil aus. You're making me really mad. Ach so. Ich mache ihn ganz doll böse. Er klingt halt wie so ein Digimon. Mega Flair! Jupp, wir sind tot. Wie schade macht das? Hä? Bahamut, are you alright? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Bedrückt dich irgendwas? Bahamutmon, setz Mega Flair ein! Okay, gibt's halt vielleicht noch irgendwas. Ah, guck mal, hier gibt's noch ganz viele Sachen, die nicht 5 Sterne sind. Woher weiß ich denn, was ich machen muss? Ach, sorry. Oh, you. So, Ifrit der Wohltäter. Gucken wir uns auch Ifrit mal. Wie er Flugzeugschüssel auf seinen Flügeln hat. Ach ja, World of Final Fantasy, wie gerne würde ich jetzt nochmal von vorspielen. Wie weit bist du? Wir hatten das erste Ending schon. Hallo Blackie, herzlich willkommen. Ich überspringe das mal, die Side Story, dass Rico und Bart auf Schatzjagd gehen. Queenie! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit wir generell sind, weil das letzte Mal, als ich gespielt habe, war Mai. Wow, this place rules. Aren't you just like super excited? Yeah. Was ist denn mit dem Chocobo los? Wieso schleicht er so? Treasure, la 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 la. Veggie, veggie, veggie.
Guck mal, ich habe selbst Charakter gefunden. Trashy Peggy. Du nimmst halt die Schwäche. Upon Ifrit's hallowed domain. You shall rue this intrusion. Liebe es, wie gut dieses Spiel synchronisiert ist einfach. No, Tati, die Schwäche. Wow, intense. What a slick looking mirage. Yeah, he looks really strong. He's all like burn and stuff. He's all like burn stuff. Er hat einen Popo mit einem Wackelschwänzchen. Guck mal, ja! Sparks, Sparks! Don't you realize what this means? A guardian! Was? Mel ist schon so früh im Spiel? Nur eine Stunde chatten heute? Hallo, Kredi! Jo, ich wollte halt mal ein bisschen was spielen und das. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt auch nicht ewig lange alle vollquatschen mit irgendwelchem Zeug, das ich mir aus den Fingern sauge. Bei dem ersten Ending ist das mit der Sache, dass Lan sich opfert. Und im weiteren Verlauf sich dann Tama opfert, um das Ganze zu resetten. Okay. Oh my gosh. Did you just. I don't believe it. You saved our lives? Oh. No, I. It's our turn to save him. What? But I. I wasn't trying. Ich möchte ihn flauschen. Ach ja, da wo sich keiner mehr an Tama erinnert, genau. Clash on the Big Bridge. Sounds like none of them get what's going on. Don't lump Riku and Bartz in with Lon. He's on a different level. Oh yeah, you're telling me. Ich erschrecke diese Türen einfach. Oh, ich kann ich ihn fangen? Wir können ihn fangen. Ich will ihn haben. Ja, mein kleines Haustier. Du hast ein kleines Haustier. Ja, du hast ein kleines Haustier. Oh ja. Oh, ganz spitz ist er auch. Vielleicht müssen wir ihn kastrieren. Entschuldigung. Können wir den jetzt nicht verkneifen? Hui. Juhu! Cool, ich hab Behemoth. Wenn ich den Behemoth Bahamut nenne, zählt das? Ja, das Tier. Ich nenne ihn Bahamut. Dieser legendäre Behemoth ist doppelt so wild und dreimal so leicht reizbar wie ein normaler Behemoth. Er läuft auf zwei Beinen, um mit seinen Bauchmuskeln anzugeben. Behemonster. Namen ändern. Ich habe meine Liste leider verloren. Deswegen, er sieht aus wie Jacked Alex. Was? Möchte sich jemand freiwillig für diesen Behemoth melden als Namensträger? Muskulös. Oga, alles klar. Herzlich willkommen im Team. Du wirst direkt rausgeschmissen. Aber du bist hier Le Boy. Wobei ich bin, glaube ich, schon drin. Egal. Ich bin mir sicher. Er sieht auch aus, als würde Orga sagen. Also als wäre es das Einzige, was er sagen könnte. Orga. Orga. That oughta do it. Your cave will be safe now. Thanks, Ifrit. You're the best kind of friend. Du bist der beste Freund, den man haben kann, Ifrit. You really have the wrong idea. I can't go stealing from such a stand-up guy. I promise to leave your treasure alone, okay? We leave your treasure alone. I agree. Not. It is true. Your burning passion has moved me. Moved. Allow your it's me. Kill him. Bitteschön. And just so you both know, there was never any treasure here to begin with. What? So it's a. Next time, huh? You're right. Er hat einfach eine Tidus-Stimme, oder? They've got some fierce mirages. Also, don't get me wrong, er klingt halt irgendwie so Tidus. Cause nothing else will cut it. Bingo. It's too bad Ifrit wasn't a vicious guy. Ah, nee. Er hatte nur so einen Unterton jetzt, Entschuldigung. Ja, ja. Oh. Sagenhafte Schätze, ja. Queen! Treasure, treasure, treasure.
Erica! Hi! No one's ever handled a fight like that before. Who are those two? Hallo, Hübschigkeit. Was bin ich eigentlich, oder bin ich immer noch nicht drin? Unsicher, Kion. Ich schätze, der nächste ist dann wohl ein Kion. Ich finde den Humor allgemein im Spiel herrlich. Er ist auch herrlich. Ich muss sagen, What now? Halt's Maul. Nein. Von all den Spielen, die ich kenne, ist World of Final Fantasy wohl eins der rundesten. Yay. Ich wollte eigentlich am liebsten... am liebsten eigentlich irgendwie, keine Ahnung, die Weiterentwicklung von den S-Bahn haben. Also von Ifrit, Shiva und Ramun. Von Quistis erhält Terra den Auftrag, eine besonders widerliche Mirage auszuschalten. Um was für eine Mirage kann es sich dabei nur handeln? Ein Engelsam. Nun, okay, geil. Nicht mehr. Was ist schon Revive? Wenn man, weißt du, wenn du gar nicht erst stirbst, dann brauchst du auch keinen Revive. Revive ist was für Plebs. What now? Goodbye. Goodbye. Leid, ich kann dir echt nicht leiden. Ich guck mal, ob sich hier irgendwas getan hat. Das mit der widerlichen Mirage ist, glaube ich, ganz cool. Okay, also das Mädchen da drüben ist halt auch unsere Hauptquest. Ich gehe mal kurz zur Schokolade und mal gucken, was es da so zu kaufen gibt. Guess who's got some brand spanking new Choco Stock? Choco Stock! Wie viel Geld haben wir eigentlich? Nicht so viel, ne? Mein Problem mit, also mein großes Problem mit dem Spiel ist eigentlich auch einfach nur die Tatsache, dass ich Probleme habe, das Bild zu bauen. Also ich habe ein eingesessenes Team und das will ich dann halt auch nie loswerden. Und zwar nie, nie, nie. So. Wovon habe ich noch? Nimm ich mal mit. Und Kudos. So. Schoko-Boko-Bye now! Schoko-Schoko-Bye! Brand Spanking Rar. Bin ja kein großer Fan der Zombie-Prinzessin im Schneefeld. Ein großer Fan, Entschuldigung. Das ist leider schon zu lange her, ich weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Ich hätte aber gerne eben die Entwicklung von den, ihr wisst schon, von den lieben Ifrit und so. Und deswegen, ich gucke da jetzt mal vorbei. Vielleicht ergibt sich ja was. Das fände ich ganz toll. Also wenn dem nicht so ist, dann ist dem nicht so, dann ist es in Ordnung. Aber vielleicht haben sie uns ja was, haben sie was zu sagen. Ich glaube, dass es hier im Spiel nicht so funktioniert, aber... Wir sind halt auch wie Sephiroth für die kleinen armen Viecher. One and Wonder! Bye! No trouble at all! Alright! Alright! Okay. Okay, dann gehen wir hoch und dann hier so und dann da so und dann da. Let's find some treasure. Treasure hunting. Da der Platz bei Seraphine besetzt ist, habe ich jeweils nur einen Mirage der Familie gefangen. Ab Markenreaktor 7 habe ich nur die Mechs eingesetzt und bis Level 99. Oh, not bad. Also du siehst hier meinen Stapel. Ich habe so ziemlich seit Anfang fast alles behalten. Einfach weil ich meine Builds so mag. Das ist halt auch halt wenig, nicht die beste Taktik wahrscheinlich, weil ich einfach nicht alles abdecken kann mit Magie und so. Aber bis zum Endboss dauert es ja eh noch ein bisschen, glaube ich. Und da kommen wir vielleicht so durch. Wenn nicht,
packe ich einfach alle Samen rein in jedes Spielbrett und dann wird schon. Die Entwicklung von Ifrit und Co. Yes. Geh die jetzt mal besuchen. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Oh, stimmt, in der Arena könnte ich auch mal gucken. Achso, random Musik. Ich war gerade legit ein wenig verwirrt. Victory! Okay. Was ist da los? Ingen. Wir sind süße kleine Hühnen und süße kleine Murkel. Süße große Hühnen und süße kleine Murkel. Ja, ja, ja. Ging's da weiter? Ging's da zu einer Schatz? Da ging's zu Schatz. Okay. Ich weiß das zu schätzen. Versteht ihr? Ich glaube, Discord fällt bei mir gerade ein Update. Wo ich bei epischer Musik einen furchtbar krassen Kampf. Wir hätten es fast nicht für uns entscheiden können. Well, that ought to do it. Oh, yeah. Ihr dürft gerne übrigens mein Ausrufezeichen Melwitz in den Chat liefern. Thanks! Muss mein Counter wieder hochtreiben. Wie sind eigentlich meine Clip-Stats? Dann machst du da gerade mal vielleicht ein halbes Auge drauf. Dankeschön. Bei den Damage-Zahlen frage ich mich, ob die Gegner beim Anstupsen nicht platzen. Anscheinend würden sie das ja schon tun. Okay, nee, ich kann nicht so mit denen quatschen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann kehren wir wohl zurück. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal... die Arena kann man hier noch. Kolosseum. Noch 16 Views, bis du den Froschen eingeholt hast. Ja! Perfekt. Hallo! Die Hauptquest. So, how can I help you? Oh, bitte hör nicht auf zu reden. Okay, der kleine Waldbewohner. Es gibt einen Vita-Samen, Aqua-Samen, Wasser-Samen, Vorlamp-Garden-Samen. Oh, guck mal, ein Thornberry-König! 37. Oh, I remember Ramus Augenstern. Ja, das ist nämlich eine Entwicklung von Ramu. Aber die kriegt man doch auch anders. Ein Pudding, du weißt wie ich nie. Gefüllt mit Hass und so. Kann man. Aha. So, jetzt ist nach Stufe sortiert. Okay. Was ist denn das Stärkste? Die Krone der magischen Schöpfung. Was ist es? Was ist es? Ist Milch? Gibt einen Dynamik-Samen. Sonst habe ich 3 Clips gemacht. Dankeschön. Thunberry König auf Level 69. Pass auf, dass der dich nicht abfackelt. Indies. So, Herrscher der Meere. Also ich bin mir sehr sicher, die kriegen wir auch an. Der Kabuki Leichtwächter, genau. Der Leichtwächter. Ne. Welches Level haben wir eigentlich? Ich hab grad. I'm sorry. Ich hab gerade kurz nicht aufgepasst. Ja. Ist okay. Farewell. Farewell. Er hat doch eine Quest für mich. 54. Okay. So. Come back soon. So, das ist einfach nur ein. Ich habe schon gegen Mel gekämpft. Ich weiß nicht, warum ich nochmal gegen Mel kämpfen sollte. Mein innerer Zwiespalt ist eh schon groß genug. Gibt es hier irgendwas, was ich dringend brauche? Dann sollte das aber auch irgendwie gut markiert sein. Ich verstehe es nicht.
Thornberrys halten zusammen. Je, okay, dann. Keine Ahnung. Team Schwarz! Ich mach mal eins. Kabuki, Leibwächter Gilgamesch. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich Blitz dabei habe. Nö. Aber warte, vielleicht. Ah! So. Oh, das war's ja schon fast. Nein. Whoops. So viel zu stark war ich doch gar nicht. Ja nun. That wasn't so bad. Oh, wie der kleine Skull sich freut. In dieser Brüche. So. Geschenke bitte. Well done. Well done. Ja. Hm. Ah, es war Postgame. Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur wissen, ob man das hier so kriegen kann oder nicht. Generell lasse ich mir sowas eigentlich nicht vorkauen. Jetzt muss ich das schon wieder sortieren. Das ist total dumm. Na, was ist es denn sonst sortiert? Komm, wir gönnen uns mal eine Herausforderung. Let's begin. Alles gut. Ich sag's jetzt nur schon mal in advance. Let's begin. Guck mal, wie flauschig die aussehen. Oh, ich will denen gar nicht wehtun. Oh, ich tu denen auch gar nicht so weh. Aber sie sehen ja flauschig aus. Hält sich noch moderat alles in Grenzen hier. Ich erinnere mich da an was, wenn du was wissen willst. Schreib's mir mal privat. Also mit Discord. Oh, der hat ganz leichten Groll auf uns, der Kleine. Ist ein bisschen böse. See how you like this. Oh, jetzt hat er ein Hängerchen. Da kann ich natürlich raushelfen, dass das ein Hängerchen ist. Ich weiß nicht, wie Unterschied, ob ich normal angreife, glaube ich. Ein Hoch auf die Vorspulfunktion. Ja, wirklich. Dieses Spiel ist halt sonst einfach viel zu langsam. Haben sie gut mitgedacht. Well, that ought to do it. Oh, yeah. Hui. Well done. Well done. That was a good fight. Achso, Stufe sortieren, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Können wir mal ein bisschen höher versuchen? Nee, mit einem Mobile will ich nicht kämpfen, einfach aus dem Prinzip nicht. Das ist ein Bomber oder so? Bin nicht sicher. Ein ganz normaler Tag in der Wüste. Shinras mörderische Maschine, da habe ich ja schon mal gar keinen Bock. Nehmen wir doch mal so drauf. Ja, ich weiß, Herausforderung heißt, man müsste es schwierig haben, aber. Vielleicht mag ich es ja gerade einfach ein bisschen weichgespült. Kommt Ton drauf! Oh, das finde ich toll! Hat das jetzt überhaupt was gemacht? Ich habe mich aufgepasst. Ja, mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Aua. Das meinte ich nicht. Und das ist ja Niri schon dead. Okay, ich merke, ihr habt's gelesen. Ich merke, die meisten sind hier nicht so viel stärker.
Und es gibt hier keine Erfahrungspunkte. Schneller! Schneller töten, na los! Oh nein! Oh, hier kommt ein Küchenmesser und nicht! Oh, au, 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 au. Oh, 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 das hat wirklich viel getan. Mel macht sich über Tomberry lustig, nur um dann volle Kanne aufs Maul zu kassieren. Was auch sonst. Oh no! Oh, warte. Der hat mir Ochiwauchi am Po gemacht. Weil Tomberry ist immer harmlos. Die sind harmlos. Guck mal hier. Guck dir den kleinen Tomberry an, wie er mit seinem Äpfchen wackelt und sich freut. Er ist ganz harmlos. Er macht gar nichts. Er hat nur ein kleines Minimesserchen. Er macht nur einmal Pieks. Ganz kurz und ganz schnell. Well, that ought to do it. Hab ich dafür jetzt eigentlich was Cooles bekommen? Ich hab nicht aufgepasst. Mel, so und so. Oh. Oh, da sind neue Sachen dazu gekommen. Ein Fall von... Oh, das ist ja... Mind blown einfach. Hier gibt's Pinguine hier. Ganz kurz und ganz schnell und ganz tödlich. Das ist kein Tonberry, das ist ein Tonbaby. Na, oh, guck mal. Bei Pingu 1, bei Pingu 2. Warum sind die jetzt nachwürdige Nachfolger? Ich verstehe es jetzt nicht. Bei Pingu 3, bei Pingu 4, bei Pingu 5, bei Pingu 6. Ich war nett. Oh yeah. Ui. Ob Rain insgeheim von dem Tonberry abstammt mit ihrem kleinen Messerchen? Frage von Freund. Oho. We did it. Ach so, die werden zu Queens. Ach so. Also. Hat das was zu tun? Außer die Phönixlaune? Außer, dass ich die dann gesehen habe? Oh, die sind ganz viele kleine Seraphim. Aua. Aua. Oh, ich kann die fangen! Das wusste ich nicht, dass man hier auch was fangen kann. Oh! Dann muss ich mir noch mal so eine Quatschupin fangen. Ja, bye, Leute. Kobalt Seraphim. Diesmal diente Blau als Hauptfarbe, was sie gleich ein ganzes Äcker wachsen erscheinen lässt. Das ist aber leider eine Mogelpackung, denn Seraphim bleibt natürlich trotzdem Seraphim. Kia! Ja, du bist ganz knuffig. Ja, du bist so süß. Wie bist du denn so knuffig? Wups, wenn du sie nicht umbringst. Ach, ich doch nicht. Ich bin so. Nicht, also ich würde doch niemanden umbringen. Ah nein. Ich will doch mit dir reden. Ja, bitte. So, Wo? Ja. Kammerniederin ihrer Majestät. Guck mal, da ist auch noch so eine dabei. Darf ich mich für die Quatsche-Queen anmelden? Ich droppe auch eine Sub-Bomb. Oh! Oh, hey! Wait, what are you two doing here? Right back at you. Well, it's like... Boing, flip! Oh, I know. Didn't you used to call it a part-time job? This is not the same as flipping burgers at some fast food joint. Hey, it is. Oh, was ist denn das? Wer hätte das denn erwarten können? I hope that you're ready to go through us. Mach ich kaputt? Ich zeig euch mal, was Verderben ist. So. Hatte ich irgendwie. Mach mal Auti. Oh, he nearly dead. Oh. Oh, they dead. Levelt vielleicht wirklich eine mächtige Fee und eine sehr, sehr mächtige, schöne Fee. Hier müsstest du fangen können, was? Ups. Kann ich das nochmal tun?
das Tutorial. Ah ja, Nebula-Grotte, warte. Jetzt krieg ich wieder. Nee. Da. So. Sorry, Leute, das war nicht mit Absicht. So. Feuerattacken. Okay, bei Shiva weiß man es nicht. Gut, du hattest doch hier Feuer da. Wusch! Ja, ja. Mach mal eins. Ifrit, bleib im Pokéball. Ah, sorry. Ifrit, bleib im Pokéball, habe ich dir gesagt. Komm schon. Sei mein Freund. Ich will es ja auch ganz gemütlich mit dir füttern. Und mit dir spazieren gehen. Damit du Pipi machen kannst. Deine Knoten aus deiner Mähne kämmen. Oh. Oh, Ifrit. Oh, Ifrit. Das ist jetzt aber... Mensch. Das ist aber gemein. Hallo, ich bin Worthy. Alter Keck. Aber ich kann jetzt auch nichts machen, um den nur ein bisschen zu verletzen, oder? Hab ich so Mut. Nicht tödlich physischen Schaden zu go. Ah, siehst du, du musst immer anstupsen und dann geht's. Aber Stockbrot machen mit Ifrit. Stockbrot Ifrit. Doggy Brody. So, ich hab bestimmt hier irgendwo. Ah, guck mal. Ah, guck mal, same but different. Girl, du gehörst mir. Oben. So, nicht tödlich. Ah. Shiva 3. Well, that ought to do it. Victory. Ach man. Einer der sieben Plejaden. Er befehligt mächtige Flammen, mit denen er jedem Gegner einheizen kann. Sui Generis. Die Seele stammt vom Feuergott Ifrit aus der Hauptgeschichte. So, Sam hat sich für den nächsten an... Ah, ich kann ja gar nicht umbenennen. Nö, der muss auch nicht unbedingt mit. Eine der sieben Plejaden. Sie befehligt das Eis und friert ihre Gegner kurzerhand ein. Sui Generis. Die Seele stammt von der Eisgöttin Shiva aus der Hauptgeschichte. Oh, ich liebe sie. Bitch, please. Bye. 1300 Damage. Nicht tödlich. Ist eine sehr vage Aussage. Well done. War nicht tödlich. 1301 hätte vielleicht sie getötet. Was ist mit Ramu? Was ist das denn für ein Schmu ohne Ramu? Ein Phönix aus dem Gold. So. Oh, guck mal, da sind ganz viele von denen. Ich generiere ihre TP. Ja, das ist ja wohl easy peasy lemon squeezy. So, wir reduzieren das jetzt erstmal auf 1. So, du wirst die nächste Quattro Queen. Kannst du es sehen? Du wirst eine Königin. Oh. Du wirst eine Königin sein. Ja. Sam! Das war doch nicht ernst gemeint. Dankeschön für die Sub-Bomb. Dankeschön. Ich glaube, jetzt kannst du bei dem Team mit den neuen Quest annehmen. Nice. Holzi, Urga. Felsenstein.
David und Schrottkrabe, herzlich willkommen bei der Wacker-Crew. Jetzt habt auch hier habt ihr wieder. Hier habt ihr von mir gezeichnete Emotes zur Auswahl. Ich hoffe, sie gefallen euch. Benutzt sie weise und viel Spaß und so. Sie, Sam! Ja, ich hab den Quatschapin. So, die ist Sam. Diese pinguinartige Mirage versteht sich bestens auf Wassermagie und Konterattacken. Mine ist fest entschlossen, die nächste Königin zu werden. Dabei rechnet sie sich gute Chancen gegen Mac aus. Wer ist nur diese Ine? Oh, die klingt sogar wie Sam. Oh, jetzt habe ich vergessen, den Namen zu ändern, nicht wahr? Ich musste das abgewöhnen. Aber warte, wir haben schon einen Sam. Oh, hat Alex nicht unbedingt, ne? Wobei. Schmeiß mal lieber den raus. Ine, Mine, Mac. Du bist weg. Well done. Alright. Alright. Come back soon. Warte kurz. Oh, der hat immer noch eine Quest für mich. Schon wieder? I thought we did this already. Hey guys, why isn't Ramu here with you? Whoa! Hey! Don't go saying Ramu's name out loud like that. Seriously! The old man is all eyes and ears. What kind of hot water are you twerps trying to get us in? And you! What were you thinking saying Ramu? Oops. I heard that, you two. Tell me, why would you sneak? Das war gerade ein echt schlechter Schnitt. Possessed you? Oh, well, you know, we were sort of bored out of our wits. No, look, we were giving Lon and Rain some help with their training. Oh, nice. That is right. Denk nur an die beiden. Danke, vielen Dank für diese ganzen Subs, Sam. Vielen Dank. You know what it is. We're not dumb. The tri-elements barrier, right? We have to maintain it. Come on. It's just one excursion. Dunderheads. All of the excursion has led to two casualties. What? Don't tell me someone got out. Do you know who it is that escaped? An Ifrit and a Shiva. In both cases, you might say they were your unfairer sex. Just had to be her. He's on the loose? Ugh. This is going to be such a pain in the duff. Hey, you said casualties. You don't mean people. Yeah, they'd have to be. When no one summons us, we have to enter this world the old-fashioned way. The old-fashioned way. In lieu of an elaborate summoning ritual, we can just use the magic in a human body as our gate. And as oh, das schlecht. Was für ein schickes Höschen sie da trägt. What? The Nether Nebula. Boundaries there are thin. Therefore. Eine Barriere zu errichten, ja, ja. Ja, mein Fehler gemacht, ihr seid Tölpel. Ifrite und Shiva. Oh, Shiva klingt nach einem schönen Namen. Shiva Cosplay? Maybe? Nee. Dafür bin ich zu dickig. If they know our Ifrit and Shiva. Vielleicht in einem halben Jahr, wenn er Ringfit gebucht hat. Wir werden das schaffen. Denn wenn wir hier unsere Abbilder vor euch hinterlassen, damit ihr, wie bisher, auch mit uns trainieren könnt. Yay, danke schön. Man sieht sich dann, bye bye. Du liebes Küsschen, mit den beiden macht man ja echt was mit. And just when we thought we'd run out of... Nice. Brightly Shine und BF kaufen sich jetzt auch Ring Fit, by the way. Nice. You got influenced. Nur so geil. Ich glaube, die Quest dann jetzt richtig. We up to this? You're totally going. Oh, sie sieht so cute aus.
Und das wird jetzt... Oh. Okay. Oh. Oha. Damn. Ah. Amiu. Okay. Ich verstehe. Ah, jetzt kann man ja auch Schaden zufügen. Ich sehe. Ich bin sehend. Diese Dampfer. Also die ist auf jeden Fall kein Spaß. Aber ich mag die Design. Die ist cute. Wo kriegt man denn at the moment eine Ringfit? Gute Frage. Ich glaube, die sind schon wieder ausverkauft, nicht wahr? Aber der Wille zählt ja schon mal. Oh fuck. Ich würde nur gucken, wie viel. Okay, sie hat eine ganze Menge Bogen. Na, dann gehen wir zu Resistenz. Keine Ahnung, Feuer anzünden. Oh, Feuer ist ein Schwachpunkt. Feuer ist ein Schwachpunkt. Leute, drauf geht's. Los, Feuerer. Hab ich. Nee, ich hab das Feuer auch. So, nochmal ein Deal für den werten Herrn Lahn. Mediamarkt für 89 Euro oder Amazon für 125? Kataboom! Mein Arm fühlt sich immer noch komisch an. Aua. Muss mir nicht direkt so wehtun. Also, Girl, uncool. Amazon sagt 77,59. Ja, gut. Dann ist 77,59 ein guter Preis. I see. Horn des Himmels! Oh, juhu! Thunder Lightning! Ich finde es interessant, dass sie eine Apparatur dafür braucht. Ich finde sie keine Q. Ich meine, sie wirkt wirklich nicht sonderlich smart, aber ich meine, die macht halt ja Boom! Ja, mach du mal kaputt. Bei einer Lieferzeit von 3 Monaten? 1 bis 2 Tage. Hm, das hat vorhin noch anders ausgesehen, aber gut für alle, die eine haben wollen. Leute, holt euch Ringfit. Ringfit ist richtig gut. Ich muss echt sagen, das hat auch... Ich habe jetzt einen Bizeps. Und ich habe das Gefühl, es tut mir wirklich gut. Okay, die Hälfte haben wir schon mal quasi. Oh, da fällt mir ein, ich sollte mal gucken, ob ich die fangen kann. Ah. Oh, eine Erdschwäche. Nicht zufällig Blitz dabei, natürlich nicht. Ganz schön doof. Ah, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, nicht wahr? Ah! Hm. Na gut. Na gut. Wenn es auch so geht, why not? Erramungs Enkeltochter. Bei elektrischer Aufladung stehen ihr die Haare zu Berge. Auch die kann ich nicht benennen. Nehmen sie schon mal mit. Den habe ich eh nicht im Bild, ne? Muss Daniel leider mal rausfliegen. Oh nein, es war doch in dem Bild drin. Verdammt. Haben jetzt eigentlich alle im Chat einen Sub? Alle, die schreiben, glaube ich, ja. Nice.
ich würde gerne nachstufen. Da ist ein Cockatrice, der wird zu Valfaris. Wolfies. Hätte ich den Thornberry-König auffangen können? Ja, natürlich hätte ich das. Ah, guck mal, das gibt die Erinnerungen. Ja, los geht's. Nö, nicht alle im Chat. Von denen, die aktiv schreiben, die haben schon alle einen Zap, glaube ich. Ja, das tötet den jetzt natürlich nicht so leicht, ne? Oh, das hat er mir jetzt auch schon gemacht. Guck mal. Wukek. Ich sehe da rechts Leute im Chat, mit denen ich hier nie gerechnet hätte. Ist dem so? Dann hallo Leute, mit denen ich noch nie gerechnet hätte. Was ist das, Feuerattacken benutzt? Wieso klappt das denn nicht? Depp. Das hier nicht, weil es ein Abbild ist. Wollen wir mal Lurker outcallen? Wer ist es denn so? Sind sie so schlecht in Mathe, Herbke? Wow. That hurt. Oho. No trouble at all. No trouble at all. Ich mach keinen Lurker Calling. Irgend sowas überlassen wir Sam, weil Sam mein Kick ist. I feel offended! Aber du callst halt Lurker aus, so. Hör auf, wenn dich das stört. Also, da kann ich jetzt kein Vertun. Da bist du ganz selber dran schuld. Offended! Offended! Oh, wisst ihr, was jetzt geil wäre? So eine geile Pizza oder so. Oh, da sind die. Sam offended! Mal wieder. Das ist jetzt übrigens alles tatsächlich irgendwie von Story-Progress. Wenn ich mich nämlich richtig entsinne, geht es hier so ein bisschen darum, die Reihen aufzustocken. Mit Viechern, die man früher mal hatte. Und unter anderem gehören halt die Esper dazu. Iska! Was? Aua! Also, die tut schon mehr weh als Yvesit. Definitiv. Ich hab noch kein Diamond Dust eingesetzt, das wundert mich gerade. Nächste Runde Diamond Dust. Na, mal gucken, ob sie so weit kommt. Nice. Nur so für die allgemeine Planung. Packe jetzt meine Tasche oder liebe nicht. Ein Ja, nein, reicht. Ich sag mal ja. Die Antwort kriege ich halt sowieso erst. Sagen wir einfach mal ja. Der Arbeitstag geht ja bei dir sowieso noch eine Weile. Das Ergebnis kriegen wir halt sowieso erst morgen, also. Geh mal davon aus, es ist nichts. Kind hat sich einfach eine Erkältung zugezogen. Hey, eine Abstimmung. Woo! Danke, Kion. Ich stimme auch mal ab. So, ich habe dreimal für Ja abgestimmt. Ich hoffe, das reicht. Pack nicht zu viel ein, wird heiß am WE, stimmt. Du brauchst eigentlich nur einen Lendenschurz und so einen Tarzan-Lendenschurz.
Bye bye, Ramu. War nett mit dir. Hui. Ich habe echt das Bedürfnis, jetzt seitdem ich mich öfter wieder über so Sachen wie Final Fantasy XV unterhalte, dem noch eine Chance zu geben. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dir wieder eine Chance gebe, bin ich dann halt doch wieder nicht glücklich. Also ein Handtuch, Gott. Du brauchst auf jeden Fall ein Handtuch, weil meine sind leer. Die hat jemand verbraucht. Oder das wollen wir sehen. Was? Was? So, jetzt habe ich sie alle geschafft, oder? Farewell. Er hat immer noch was. Vielleicht. Ich gebe ihm vielleicht nochmal eine Chance. Halt für so einen Stream oder so. Aber ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. Nachdem ich halt einmal so enttäuscht war, ne? Ah ja, gönnt euch den Clip. Ich muss Kermit vom Thron stoßen. Wenn ich Kermit vom Thron gestoßen habe, dann ärgert er sich so doll, dass er direkt wieder in den Stream reinploppt. Garantiert. Und dann ist der beste Clip auf dem Bugger Crew Kanal irgendwas mit Buttplugs. Woo! Qualität. Wir stehen für Qualität. Und Qualität schreibt sich mit Q-U-A-L-L-I-T. Qualität. Mel Buttplug? Ja, Buttplug. Auf jeden Fall Buttplug. Melandria hat 10.000 Kanalpunkte beigetragen. Yeah. Irgendwas will der noch von mir. Ich weiß nur nicht was. Ein Backup-Plug. Das vertreiben wir demnächst als Merch. Will der noch von mir? Farewell. Bitte meckert noch so lange, noch bis eine Quest offen ist. Aber. Ich meine, ich wusste jetzt noch nicht mal, dass er da eine Quest offen hat. Okay, ich mache einen kleinen Exkurs. Einen kleinen Kampfexkurs. Benutzt du eigentlich die XL-Summons? Nö. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht benutzen, solange Rain Squall ist, tatsächlich. Lan. Weiß nicht, mal raus. Irgendwo. Anlocken, Analysersteine, Eisras schon vergeben. Ach, wo? Vortreffer. Ich will mal kurz ein paar Miragen, ein paar Level-Ups geben. Für meine perversen Zwecke des Level-Uppens und der Evolution. Mir keine Viecher? Doofe Frage. Ah. Vielleicht nur das erste Gebiet. Aha. Ist das jetzt so ein kleiner Plätt? Ist irgendwas Besonderes? Reduziere ihr TP einmal pro Kampf. Ein Glücksfrosch. Dazu gibt es bestimmt irgendwas Besonderes, was man tun sollte. Ich werde ihn töten. He's dead. Good job. So. So, wen haben wir denn noch dazu bekommen? Die Mine zum Beispiel. Und die kann sich gar nicht entwickeln. Oh Gott. Die hat ja einen riesigen Baum. Abgefahren. Guck mal, die kann niemand laufen. Hier haben wir die P+.
P-Plus finde ich immer gut. Sowas wie Dings kann auf jeden Fall später kommen. Das ist ein Sonderquattro, habe ich noch nie gesehen. Oh. Hm. Okay, mal habe ich. Okay, wie sieht's denn bei. Da haben wir auch noch nicht das große Ganze rausgefunden. Ein übermäßig riesiger Chocobo. Der auch nicht freischalten, weil ich ihn nicht gesehen habe. Giraffi können wir auch noch nicht. Hallo. Ramyu? Oh, ist auch so ein Standalone-Ding tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haste. Abwehr, Regina, Stärke, Wallung. Litzka. Horn des Himmels. 8 Treffer. Hammer. Oh, TP plus plus. Ich will da hinten lang. Ich habe das Gefühl, sie wird in meinem Team sehr willkommen sein. Ja, ja. So, der Rest ist in Ordnung. Ich glaube, den Rest kann ich nämlich nicht weiterhin. Also, da geht gerade gar nichts. Aber good to know. Das heißt, wir können jetzt nochmal in diese Quest gucken, wo es darum geht, den Shivan und die Ifrite zu retten. Zu einzufangen, however. Gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Ich frage mich, warum ich ausgerechnet heute wieder so verfressen bin. Ne? So ein Stream. So normalerweise, ich esse wirklich, wirklich relativ wenig. Und dann an so Streamtagen denke ich mir, boah, ich könnte dies essen, boah, ich könnte das essen und jenes und überhaupt, ich möchte so gerne mehr essen. Ist der Blutverlust. Oh, das könnte ja tatsächlich sein, dass ich einfach Heißhunger, weil Blutverlust habe. Ich komme aber heute wieder nicht dazu. Ich habe keine Zeit für solche Sachen. Nein. Aha. Hm. Also ich hätte jetzt was Neues dazu gekriegt. Bahamut. Diabolos. Leviathan. Das ist Gilgamesh. Nebula-Grotte. Ein Chocobo-Notruf. Bleibt dir die gefährliche Mirage. Wenn er dich haut, ist es dann ein Giga-Smash. Ich dachte, Mel ist schwanger. Sie hat doch vorhin so einen Schwangerschaftstest in die Kamera gehalten. Duh. Das ist ein Schwangerschaftstest für Kinder. Da sind einfach Dinos drauf. Da gibt es auch einen Frozen. Also falls kleine Jungs schwanger sind, dafür gibt es dann die Dinos. Und wenn kleine Mädchen schwanger sind, machen die einen Schwangerschaftstest mit Elsa. Und wenn du nicht schwanger bist, ist es eine Anne. Und wenn du beide hast, kriegst du Zwillinge. Also no shit, keine Ahnung. Wo kriege ich die denn jetzt her? What now? Goodbye. Goodbye. Na, wenn das so ist. Hast doch genügend Alma-Kristalle. Wenn nicht, kannst du bei einigen Kämpfen in der Arena welche dazu verdienen. Jawohl. Ich hab mehr als genug. Das hatte ich schon, ne? Ah, da.
Ah, okay. Also was man mir gerade sagt, ich soll die Quests machen. Und für die Quests brauche ich natürlich Alma-Kristalle. Und wenn ich nicht genug habe, dann soll ich mir gefälligst welche holen. Ich verstehe. Okay, das heißt aber... Im Umkehrschluss. Dass wir Shiva freigeschaltet haben. Ja. Geht immer noch nicht. Und das geht auch noch nicht. Metamorphose Prodett. EP Plus finde ich sehr gut. Und da brauche ich noch eine Erinnerung. Was ist sie denn? Sie ist bestimmt, bestimmt eine XL, ne? Shiva? Shivo? Shivan? Das heißt, dass unsere kleine Ostdette auf jeden Fall auch schon relativ mächtig sein dürfte. Okay. Gut, also wir haben genügend Alma-Kristalle. Ich mache jetzt einfach diese ganzen Quests durch. Können wir natürlich mit den Alma-Kristallen jetzt auch den ganzen Bumster kaufen, aber den brauche ich ja nicht. So, das mache ich nicht. Die Einsterne-Sachen brauche ich auch nicht unbedingt, glaube ich. Ein Schokobo-Notruf! Hui! Master! Are you certain that it came from here? This SOS from the Chocobo sounds pretty far. Hat sie gerade den Chocobo auf ihrem Kopf Master genannt? Yes, I know that's what you told me, but we've scoured the area. All right. Chocobo coaching? Yes. Oko, you sure that black Chocobo's part of it? What? Hyperion? What do you want with all these chocobos? Okay. Slightly aggressive. Got a memorable name. According to my sources, there was a chocobo of that name and color that made a name for himself at a place called Oh, Gold Saucer! Oh! Wow! I love amusement parks! How do you know it's an amusement park? Good question. Diese Meta-Infos. Oh mein Gott. Oh, das wird uns nochmal begegnen. Bin sehr gespannt. Final Fantasy 7 Episode 2. Final Fantasy Remake Episode. Final Fantasy 7 Remake Episode 2. So, jetzt hab ich's. Alright. Das war eine großartige Aufgabe mit voll mit Tücken. Was wollte dieser Chocobo denn nur? Ihr seid jetzt alle frei. Ich bin Chocobo Colina. Gewöhnlicher geht's gar nicht. Du bist wirklich stark. Du hast die Pyramid in den Schrank gewiesen. Er war mehr Behemoth als Chocobo. Scheint ein kluges Kerlchen zu sein. Komm doch mal bei meinem Laden vorbei. Sieh mich an, ich bin ein Chocobo und ich verkaufe nur Chocobo-Sachen und das ist total cool. Und das auf meinem Kopf ist mein Meister und der sagt mir, was ich alles verkaufen soll. Und der ist total gut mit Rechnungswesen. Und ich war gerne hinterher. Oh. Oh, was war das? Wieso starte ich hier, wenn ich auch hier starten könnte? Und warum muss ich die Sachen nochmal abrufen? Wieso ist der Tisch so low-res? Wieso? Du Dixie-Story, ja, wie ich in Late Kingdom Hearts 2.5. Ja, komm. Das spielt hier halt jetzt gerade halt echt keine Rolle. Weil ich weiß, es ist wunderbar süß. Oh, die Musik ist gut. Viel zu gut. Ja, es ist wichtig, dass ich mir das halt irgendwie anhöre, aber es sind halt so Side-Stories, die ich halt nicht unbedingt brauche. Vor allem mit Bards. What? You lunatic!
Sorry, I thought you were a mirage. Und wieso hast du nur einen Buddy an? Und warum trägst du eine Mütze? Aber Bart ist so happy. Oh, ich habe keine Hose an und dafür trage ich halt ein Kopftuch. Ja, das ist schon okay, es ist halt Sommer, aber ich verstehe davon nicht viel, weil ich halt Snow und mir ist immer kalt. Und deswegen ist meine Mirage auch kalt und wir passen gut zusammen, weißt du? Und deswegen nennt man mich auch Frosty. Frosty den Schneemann. Show yourself. Oh. What was that? I have you now, birds. ja, nein, bin mir nicht sicher, ob Celeste aus Sex ist. About. Oh yeah, you look like trouble to me. Am I seeing things, Bartz? Is that you? Something's different about you. Is it the hair? Bartz! Well, Bartz! I'm putting you down right now. Nice try. You'll need more than an extreme makeover to pull the wool over Gilgamesh's eyes. Oh, I see. I'll bet it was you that set that vicious monster on me before. Any last words? Listen to you. It's like you're having separate conversations. Hey, Celeste, du kannst das nicht mehr retten. Do you think that monster that attacked you could have been... I've waited this day 100 years. It's over, Bartz. Ich habe 100 Jahre gewartet. It's over. Insane. In der Arena kannst du ihn auch fangen. Ich weiß halt nicht, was ich mit einem Gilgamesh will, so. First of all, Lon, you need a payback. Ich smash ihn wie meine Kartoffeln. Oh, jetzt geht Leder aber los hier. Wow, das ist jetzt der richtige. Ah, ne, Excalibur. So long. Ich dachte kurz, es wäre die richtige. Hat schon ein bisschen Angst. Danke, war nett. That wasn't so bad. Plum, plum, plum. Nice. Oh, 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 oh. Okay, das ist alles ein riesiges Missverständnis, oh no. Describe it as a colossal beast. Ja, und ihr seid voll die Kack-Noobs, Alter. Wieso checkt ihr das nicht? Ich hab hier keine Ohren. Ich weiß, man sieht eure Ohren, ich meine schon, aber ich kann hören im Gegensatz zu euch. Vielleicht habe ich auch drei Gehirnzellen mehr. Deine Gehirnzellen sind eingefroren und deine Gehirnzellen sind einfach eingequetscht und sind tot mit ihren Hörnern. Und der Make-up. Oh, da ist mein PC abgeraucht. Oh, wow. Ist das Gameplay einfach zu hart? Das ist zu krass. Spyron! Ich will das nicht verlieren. Thanks much. Epilog, zeig mir das Lächeln. What now? What now? Das ist schon das Epilog. Damn, Epilog. Schokolade des Meister. Ich vermute mal, das wird nicht gut gehen. Please don't kill my PC. Tu das nicht mit Absicht. Es ist einfach nur meine almighty presence. Something's out there. Sense it too. Guck mal, Sam, das könntest du sein. Then it can only be a mirage. Oh, kind of connection. Ihr Horn reagiert. We'd better go check it out. Ich sag dazu nichts weiter. Da wird man ganz horny, wa? Oh. Oh, guck mal, he shiny. Ich hau den Präsens gleich in den Past Tense. You know, once upon a time,
A horn used to be the sign of every summoner. Huh, I didn't know that. Ob wir den hinkriegen? Oh, wir sind ja jetzt wieder normal. Sephiroth, go! Woo! A horn, maybe I'm a sub. Okay, ich lasse es schon. Ja! Dankeschön fürs Helfen. Du bist jetzt nur für Wuffel. Oh, der tut nicht schlecht weh. Ach, der hat gar nicht verloren. Das ging lichtschwach. Okay. Rennt voll cool an seinen Zacken. Abu! Oh, ich hab keine dabei, okay. Herzensbrecher! Go! Das hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Holy boy! Here I am. I'll take it from here. Did. Whoosh! Oh, Rinoa-Vibes! Oh, nice! Also für 5 Sterne ist das jetzt nicht so mighty, wie ich dachte. Ich weiß, es sagt sich leicht, wenn man gerade Mega-Sachen eingesetzt hat, aber dennoch. Mir fehlt mein Grobspalter. Jetzt wird gar nichts mehr grob gespalten. Good job. Ein Hintergrundfest. Und meine Füße sind wieder heiß. Dafür kann ich demnächst meine Medikamente bekommen. Ja. Ist das Problem hoffentlich weg? Jawohl. We are so proud of you. Still so young and yet you have carried the tribe's heavy burden with head. These are dark times. Oh, er redet. Soon have need of. Er bedankt sich bei ihr dafür, dass er ihr dass sie die Last des Erbes auf ihren Schultern trägt. Es gibt viel Mirage, die du beschwören kannst. Und du musst sie finden. Vereint eure Kräfte, nutze sie weise. Es liegt in deinen Händen. Möge deine Zukunft strahlend leuchten. Oh, das Volk wacht immer über dich. Abu! Grandfather once told me, after I celebrate my 16th birthday, I would be able to form bonds with many. Oh, wisst ihr, welchen Charakter ich von dem Final Fantasy Universum immer sehr, sehr cool fand? Fuck, ich habe den Namen wieder vergessen. Die Grüne aus Final Fantasy 4. Erstens mega cooles Design, zweitens super coole Frau. Fenris ist auch eher wie so ein Ifrit. Ja, wirklich. Aber Fenrir ist halt auch eher so ein Abandoned-Dings, Beschwörungsgedöns. Wer aus Final Fantasy 4? Irgendwas mit R. Beschwörerin. Rüdia. Sehr, sehr grün gekleidet. So, die haben wir gemacht. Also auf keinen Fall Lydia.
Genau, es ist nicht Lydia, aber Rydia. I must do my part and fight. Hera! Sie will sich unbedingt dem Kampf stellen. Warum auch immer wir diese Sequenz hatten und dann einen Ladebalken gebraucht haben. Squall! No, he's out on a mission too. I'll take this one. Terra? Terra, bist du ganz sicher? Ja, ich meinte dich. Ich möchte helfen. Aber sei vorsichtig. Diese Mirage ist ganz besonders anders. Es hat noch nie vorher eine so widerliche Mirage existiert, hat er gesagt. Komm, Terra, du schaffst das. Oh, this one's a tasty morsel. I'd love to get my tentacles around her. Who are you? Don't tell me you haven't heard of Ultros. This puss belongs to an octopus extraordinaire. Oh no. Is this the mirage from the report? Hey, someone has been causing trouble around here. Is it you? Oh no, I would never. But I know the crook you're after. Oh, what a fiend. How's this? Why don't I help you out and show you the way to his lair? Huh? Really? Oh, I'd love to. She's more than tasty. She's so deliciously naive, I can't resist. I think I might have just bagged me a winner here, folks. Hmm? What did you say? Gott. Nothing worth repeating. Oh Gott. Wenn wir die Pfanne finden und alle Chaos Viewer-Namen haben, bekommst du Terra. Okay, ja. Hey, about that hideous mirage. Ich hätte sehr, sehr gerne auch sowieso so ein Terra-Cosplay, weil sie so cute ist. Oder zumindest so eine Wig mit so einem Ponytail. Fände ich fresh. Listen, could you tell me where you're taking me? Alter, dieser Typ. Why, somewhere that you and I can have plenty of fun together, of course. What? Then this whole time, you've been lying to me? You really are a nasty mirage. But this is it. You're through. All right, you got me. I might have told a fib. But no, I'm not the nasty McNasty you're hunting for, I swear. The nasty McNasty you're hunting for. You deceive people for who knows what awful purposes. Never again. This battle theme. Fine. Be that way. Didn't want to keep up. Das ist so Animu einfach. You wanna know who's been inking up a stink in this neighborhood? Was? Das war die ganze Zeit Ultras wirklich? Huh? What's wrong? Tell me, does that make me a bad octopus? Sorry. Ja, du warst ein böser Octopus. I can't believe Terra actually trusted this creep. Huh? Oh yeah, how gullible can you get? One day it's gonna be your undoing, I'm afraid. Yeah, I've got this! Oh no, you gotta believe me! I'm actually a really nice guy. An octopus guy. Actually, I'm just an octopus. What? Really? This! Oh, well, why didn't you tell us that sooner? Wait, what part of him looks really nice? Huh? Well, no part of him, duh! Lon? Duh! Tell me he didn't trick you too. We have an octopus to fight! Oh man! Wie viel Leben hat denn? Kann man nicht besch... Oh. Oh. Ah, okay. Ich kann es doch skippen. Ich wollte gerade sagen, also muss ich mir das wirklich bis zum Ende angucken? Also ich meine, nichts gegen Sexyrot, ne? Aber... I'm actually a nice... Aloha! Hallo, hallo! I'm actually a nice octopus. Ist die Ref aus The Time I Got Reincarnated as a Slime. Echt? Ah. Huh. Yep. Verrückt. Drakententakel. Ich dachte, du wärst ein Oktopus, du Kick. Hat sich aber selber verraten. Dusch. Ein Dusch ist er. Und duschen sollte er auch mal gehen.
Das ist so der Inbegriff eines ekligen, eklig schwitzigen Otakus. Yay, Terra hat ihn ganz allein geschlagen. Hm. They were right. I'd have to say that Mirage really was too hideous to be true. Aww. Too hideous to be true. Hui, hui, hui. Ich hab ganz vergessen, dass man da jumpen kann. What now? Klappe, klappe. You know talkie girl. Just me talkie. You know talkie. Hey, ich hab die Erinnerung erhalten. Ich habe heute keinen Fortschritt gemacht. Zumindest keinen storytechnischen. Bin ich stolz auf mich? Nein. Ja, Tifa, du bist endlich zurück und du bist richtig cool, weil du kannst mit deinen Fäusten, deinen kleinen Stummelfäusten, so boxen wie andere es nur mit ihren Füßen können. Die Jünger, Leute müssen dafür bestraft werden, wenn sie der Prophezeiung nicht glauben. Ah, haha, ich bin ein Jünger. Und dafür bin ich ein Copy-Paste, aber ich bin ein Jünger. Oh, eine Box-Mirage. Die können wir wegboxen. Oh. Oh, die shieldet. Das ist ja echt gefährlich. Ja, es ist eure Schuld, also kümmert euch um euer Problem, aber wir wollen uns nicht darum kümmern, also naja gut, dann mache ich das halt und ihr seid Keks. Zusammengefasst. Boah, wieso hast du so eine lange Ansprache, Woman? Ich komme immer näher gewabert. Unfassbar. Wow, we talk about your killer punches. I'll say. And she never would have pulled it off if she hadn't believed in herself. She never. Right now, Lawn Punch. That's what you took Lawn Punch. Was haben wir aber natürlich nicht, natürlich, natürlich nicht. Oh, wie lange lebt er denn? Oh, ist das eigentlich jetzt ein Original World of Fantasy Theme? Weil es hat mich teilweise die orchestrische Snippets aus dem Song erinnern mich an Miles 12. Das könnte. Ah, ich glaube, das ist sogar das. Kann das Ballfield Theme sein? You know hurt me, I hurt you. Baby, don't hurt me. Ah, das ist schon. Don't hurt me. No more. Ich hab vergessen, dass ich. Ich hab mal wieder vergessen, dass ich random Songs anhabe. Wow, Punch. Punch. Wieso? Das war... Wieso? Ich glaube, ich kann das Kamerabild hier ein bisschen größer machen, ne? I guess all that training paid off. Ja, das Training hat sich ausgezahlt. Tifa, du bist die Beste. Du bist worthy, die Waifu eines Soldiers zu sein, auch wenn er nie ein Soldat war. Mehr Mehl! Jetzt 10% mehr. Und das bei 3% weniger Mehrwertsteuer. Uiuiui, Leute. Richtig was gespart. Hättest du was dagegen, wenn ich ein Nickerchen mache? Mach doch. Niemand sucht dich. Niemand. Lass dein Questbuch einfach offen. Erinnerung Alki. König Etta. Hmm. Üble Machina. What now? Ah, wir lassen es für heute mal gut sein. Ich muss noch duschen. Und ich habe echt mega Hunger.
So. Wir hatten heute mal mehr Gaming-Content als sonst bei mir. Also, muss man ja schon mal sagen, ne? Da war jetzt schon echt viel Game dabei. Viel Game am Stissel. So, okay. Warte. So. Und dann kann ich jetzt noch in der Mod-Ansicht das Spiel ändern. Ich lerne aus dem ganzen Kram. Ich lerne. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt noch so wie lange das jetzt noch so weitergeht. Jetzt so mit dem ganzen kleinen Geschissel da tun. Ich werde mich mal ein bisschen einlesen. Ehrlich gesagt habe ich nämlich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, wie weit wir waren. Ich werde mich mal ein bisschen einlesen und gucken, wie wir am besten weiterkommen. Vielleicht komme ich auch tatsächlich mal dazu zu leveln, wie ich schon vor Äonen versprochen habe. Und dann, kommen wir mal vielleicht zum richtigen Endgame. Das wäre ja mal was. Wah! Würde ich schon sagen. Das wäre mal was. Ich weiß nicht, wie eure Abendplanung aussieht, aber ich brauche definitiv noch was zu futtern. Und vor allem, ich hätte gern eigentlich was Geiles dafür, dass ich jetzt mich so übertrieben gut getraut habe, Blut abnehmen zu gehen. Das Chatting und Grinden? Ich kann heute halt leider halt nicht mehr lange, weil ich erstens duschen muss, zweitens, ich muss hier halt noch so Sachen aufräumen. So Dinge und Sachen, die hier rumliegen. Ganz viele Dinge und Sachen, die hier rumliegen. Weil ich irgendwie die letzten Tage nie so viel weit gekommen bin und ich muss das Bad mal putzen und so. Ich finde, das ist auch was wert und sollte belohnt werden. Ja. Ich war sehr, sehr mutig und dafür, dass ich so gut durchgestanden habe, bin ich auch bereit, mich selbst auf jeden Fall zu belohnen. Wann kann ich das Pflaster eigentlich abnehmen, blöde Frage? Aua. Hat gar nicht geblutet. Nach 10 Minuten, wirklich? Ich bin stolz auf dich. Ja, Headpipe. Ist echt nach 10 Minuten? Nach 8 Minuten sollten die Gerinnung eintreten. Oh ja, gut. Au! Ja gut, dann ist ja alles totally fine. Es ist nur noch so ein kleiner Pixel übrig. Das heißt, ich kann vielleicht auch mal... Jetzt kann ich am Montag auch mal fragen, welche Blutgruppe ich habe. Und dann könnte ich mich demnächst mal darum bemühen, irgendwie mal meine Impfung nachzuholen. Weil man mir nämlich nahegelegt hat, ja, sie sind ja jetzt 25, da sind eigentlich die meisten Impfungen schon wieder abgelaufen. Und ich sitze da so, ach ja, fuck. Und ja. Aber wenn du so ein Plepp bist wie ich, dann länger, weil es nachblutet und sonst alles dreckig. Also für mich fühlt sich nur der Arm komisch an, ehrlich gesagt. Also er fühlt sich einfach komisch an. Irgendwie wabbelig und unkraftvoll und doof. That's normie. Okay. Aber ich habe jetzt auch schon irgendwie eine Weile nichts mehr gegessen, also... Putti, hallo! Ich sehe aus wie gestern. Quasi. Hallo. Weil ich eine Einbildung habe ich auch immer danach. Ja. Ist wahrscheinlich ganz normal. Ich meine, ich habe auch entgegen meiner normalen Dosis halt 2 Ampullen voll gemacht. Normalerweise kriege ich nicht mal eine voll, nicht mal die Hälfte. Lufen-Chat! Da fällt mir ein, ich muss die Emotes von der Bugger-Crew auch mal revampen. Revamps sind cool. Ich habe Twitter-Benachrichtigungen. Ja. Jetzt muss ich mir gleich noch den Reis braten. Es ist nicht so geil, wie ich es gern hätte. Hallo Pulti, wie geht's dir? Vielleicht haben sie deinen Magic Circuit zerstochen. Das muss erst wieder nachwachsen. Who knows? Oh nein! Oh nein, mein magisches Netz. Oh nein. Das kann ich doch gar nicht zaubern. Du. Mach Magie. Du. Und wo ist überhaupt mein Hexenhut? Die haben meinen Hexenhut geklaut. No! Nicht mein Hexenhut. Wie wär's mit Nuggies? Ich habe keine Nuggies. Und ich bin noch nicht so, ehrlich gesagt, gar nicht so der Nuggie-Fan. Melone essen, schön erfrischen und gut geht's mir. Dir auch. Mir ist ein bisschen warm, weil hier auch kein Fenster offen ist.
Und wie gesagt, mein Arm ist wobbelig, und aber generell, ich fühle mich gut, habe ein bisschen Sorge um mein Wochenende, aber mehr dazu morgen. Hört ihr dann auf Twitter, wie es ausgegangen ist, und ja. Aber ich habe nächste Woche Urlaub. Ja, ich kann endlich mal Dinge tun, die ich noch machen muss. Ganz viele Erwachsenen-Dinge, nervige Dinge. Mir ist auch warm. Ich müsste noch mal ein paar Arzttermine abschließen. Vielleicht geht da sogar was spontan. Mal kicken. Und ich habe Hunger. Urlaub! Ja, Urlaub! Mein Körper sagt mir, ich muss essen. Aber ja, man kennt das Problem mit mir und Essen. Aber es klappt mittlerweile schon viel besser. Also jetzt, ich muss ja immer selber für mich einkaufen gehen und so. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, ich gehe einmal in der Woche einkaufen und habe den Rest der Woche einfach immer noch was da, obwohl ich halt nur für ein, zwei Tage kalkuliert habe. Ist einfach so krass. Ist halt nichts irgendwie. Manchmal hole ich mir halt so zum Frühstück so Sesamringe. Weiß nicht, kennt ihr Sesamringe? Sesamringe sind geil. Und dann esse ich die Sesamringe. Und dann ist der Tag halt schon vorbei und ich habe nur die Sesamringe gegessen. Und ein bisschen Obst, aber das ist dann halt voll geil. Ja, weißt du, was Hunger macht? Über Hunger reden. Weißt du, was Hunger stillt? Food. Ja. Ja, da hast du recht. Ich sollte auf jeden Fall gleich essen gehen. Über Hunger reden ist nicht gut, wenn man Hunger hat. Ich hab, Sam hat da schon recht, das macht schon irgendwie noch mehr Hunger. Also ich weiß nicht, wie das kommt, aber es ist wohl so. Weisheiten des Sam. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast, Sensei. Da fällt mir ein, ich sollte das Bett auch mal beziehen. Oh, ich muss dringend Wäsche waschen am Wochenende eigentlich. What? Ach nee, das kann ich auch nur morgen, entweder morgen Abend machen oder Samstagmorgen. Sensei, genau. Das nervt. Das nerven sie ja. Oh, fuck. Okay, Mal angenommen, ich komme in Quarantäne. Ich kann ja da gar keine Wäsche mehr waschen. Oh, fuck. Wer wäscht meine Wäsche? Jetzt mal no joke. Da muss ich ja alles in Handwäsche machen. Das ist ja mega lästig. Vika arbeitet nicht mehr bei mir und macht sowas nicht. Abgesehen mal davon ist doch auch alles infiziert, was ich anfasse, inklusive meiner Wäsche. Oh Mann. Das nervt. Nicht, wenn du sie eine Weile liegen lässt. Hä? Staut sie sich dann selbst? Naja, wird schon nicht sein. Was soll schon passieren? Es wird schon falscher Alarm sein. Das ist schon in Ordnung. Und dann, ja. Wäsche mit Handwaschen halt. So, Bakterien überleben nicht lange ohne Wirt. Oh, aber die stinken dann doch trotzdem. Also Wäsche stinkt dann doch trotzdem. Naja, wir werden es rausfinden. Ich berichte dann auch mit Kamera auf mich gerichtet, Facecam, über das Corona-Tagebuch, was ich führe. Wie schlimm alles ist. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall was zu essen machen. Ich guck mal kurz... Nee, warte mal. Ich möchte gerne was anderes hören. Guck mal nochmal kurz in meine Musikliste, was ich da jetzt gleich hören will. Und dann ist der erste Mainstream auf der Backer-Crew auch schon wieder vorbei. Es ging jetzt unglaublich schnell wieder. Und das ohne was zu tun. So. Ich habe noch zwei Songs für euch. Ich denke, wir hosten die Boba Town. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Es war mir mal wieder eine Freude. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und danke fürs Dabeisein natürlich. Und man sieht sich dann wahrscheinlich nächste Woche wieder, wenn ich dann auch wieder streame. Und mal gucken, wie viel ich schaffe. Ich drücke mir selbst die Daumen, ich drücke euch die Daumen, was auch immer euch erreicht. Auf ins Wochenende. Morgen ist noch ein Tag, noch einmal richtig durchpowern. Oh, da komme ich ja richtig. Oh no, I'm sorry, Toby. Hallo. Hallöchen, I'm sorry. Du bist trotzdem herzlich willkommen. Es tut mir voll leid. Ich habe leider Hunger gekriegt. Und ich habe einen Pizza in den Arm. Mein Arm ist praktisch also nutzlos und kaputt. Keine Ursache.
Ich wollte es nur sagen, du bist trotzdem herzlich willkommen. Es tut mir voll leid, dass ich nur gerade abmoderiere. Oh, ich kenne das halt genauso gut. Ich suche mir jemanden aus. Denk so, okay, jetzt machst du dich mal auf die Suche nach neuen coolen Streamern und interagierst mit denen und lernst die kennen. Und dann kommst du dann so rein, ja, yeah, okay, bye, ciao. Und dann so, ja, den werde ich nie wieder sehen. Oha, Frauen und Tugend, damit ist nicht zu spaßen. Indeed not. Aber das hat gar nicht mehr so sehr damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sondern einfach nur Godzilla. Ich habe mir sagen lassen, ich habe einen leichten Touch von Godzilla in der Persönlichkeit. Muss aber auch sagen, meine Mutter war durchaus ein Biest. Ist ein Biest. Jo, anyway. Jetzt schicke ich euch aber langsam in den Feierabend. Dankeschön für die ganze Unterstützung. Wir sehen uns nächste Woche hier bei der Bugger Crew. Wir sehen uns nächste Woche bei mir auf dem Kanal, wenn ich das so sagen darf. Es gibt ganz viele coole Sachen und ja. Macht's gut. Bye bye. Schönen Abend. Okay, es gibt kein Fade-out von dem Ding. Richtig gut. Gute Nacht, ihr Lieben. Bye bye.